Ausgelassene Frames 0. Live 5 Sekunden. CPU 1,2%. Kilobits 6100 Hier 84. vor Eva mit Basti Matrix. Ist das so? Diesmal gucke ich aber nicht in deinen Stream rein, sonst wärst du auf. So. Press any button. Bei mir forever Authenticating eigentlich. User. So, dann muss ich bei mir noch das Spiel einmal kurz starten, dann noch ein OBS auswählen. This game supports Crossplay. Okay, cool. Gut, Das ist das ist nice. Splitscreen. Connecting to Voice Server. Oh nee. Oh nee. Oh, ja, stimmt. Einstellung erstmal tätigen. Schau erstmal hier in die Einstellung rein. Alles einstellen. Ah, adjust your brightness, muss ich was machen. Ich lasse das an, dann bitte. Ich mag das nicht so. Ist gut. Ist jetzt gut, ist jetzt gut. Ist Da es gut, oben. ist es gut. Da, 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 Oh. da. Ist gut. Ist. Ruhe. Was? Network Region Europe, Video. So, warte, ich komme jetzt mal auf PC Discord. Ja, ist Muss ja man ganz noch gut. haben. Das wäre ganz gut. Target Frame Rate, Menu Target. Future Frame Rendering. Improve the responsiveness of the game by disabling Future Frame Rendering. Hallo? Hallo? Okay, hi. Ja, du hörst mich. Mensch, du klingst da so viel besser. Quality Ich Preset Low, ja, willst du mich rollen? press any button. No. No. Ich gehe erstmal kurz raus. Authentication User. Updating und Crossplay Support. Ja, gut. Connecting to Voice Server. Okay, ja, gut. Eule akzeptieren. Wieso braucht die E-Mail und Passwort? Was? Hä? Brauchen sie nicht. Die nehmen unsere Steam-ID? Ja. Och, die brauchen hier für ein Accounting-ID, Username, Passwort und E-Mail-Adresse. Ja, bei mir haben sie einfach Steam genommen. Ja, ich weiß nicht, worauf er sich anmelden will. Das ist die Sache. Die Angabe ist nur, wenn die sich intern zu irgendeinem Dienst anmelden möchten. TMG-Account, wahrscheinlich für Crossplay. Braucht man nicht, disable. Adjusting Brightness, was soll ich denn adjusten? Ich sehe dort links einen Punkt. Ich hab's auf 50 gelassen, aber kann ja bei dir anders sein. Aim Mode? Wir müssen irgendwas aimen. Okay. Ich glaube, das musst du sogar niedriger setzen. Oh, juckt mich jetzt nicht so. Um ehrlich zu sein, wenn ich das niedriger setze, dann ist das Schwarze wirklich schwarz. Weil da es geht irgendein Punkt auf, was grau ist. Okay. Wo denn? An welcher Stelle? In dem schwarzen Ding ist so ein kleiner. Du musst es wirklich auf unterste setzen und dann siehst du, es wird immer ein Punkt kommen, der kleiner wird. Also. So, ich muss aber exit. Ja, exit the game. So, dann starten wir mal den Stream. Hallihallö. Und ich hoffe, man hört auch das Gegenstück. Ich habe auch gerade das Gefühl gehabt, das Spiel ist sogar zu leise. Muss ich Ich hab's ehrlich leise sein. gedreht, ich hab mich letztes Mal so genervt. Nee, ich meinte, es ist zu leise, im Gegensatz zum vorherigen Teil. So. Ach, erstmal. Was trinken? Warum kann ich nur Ludwig einladen? Was ist denn hier los? Muss nochmal neu laden, die Liste. Wo denn? Nur kurz schließen und neu laden. Ich muss bei mir so oder so aber noch die Einstellung machen. Oder kann ich dich über Sprache auf Dingsbums einladen? Englisch. Untertitel, ja. Subtitle-Größe Ah, möchte hier, ich gern doch, hier sehen. einladen. Hast du jetzt eine Einladung Weiß ich nicht. bekommen? Ja, hab ich. Okay, ich muss. Subtitle Background, Subtitle Color. Change the Achso. color at a higher contrast color to improve Friends. readability, ja. Es gibt sogar Merchandise für die Scheiße.
Knuckle Crouch. Crossplay enabled? Nein. Ist das nicht gerade disabled? Habe ich disabled? Huh. Weird, but okay. Disabled? Nee, ich möchte das unable toggle. Auto Network Regain Selection. Ja, okay. Erlaube ich mal. Blue Screen enabled, V-Sync. Können wir eigentlich auch einmachen. Target Frame Rate 60, kann ich auch höher setzen? Ah, cool. Target Frame uncapped, bitte. Die Target Frame Rate, na, machen wir einfach mal. Future Frame Rendering. So. Ah, gut. Brightness auf 20. Ah, die siehst du ja nicht mehr, wenn du den Brightness Check in den Setting machst. Ah, das ist doof. Ach so. Ich habe mich gerade echt gewundert, ich habe es einfach so belassen. Was du mit Punkten meinst? Quality very high. Steht hier. Texture quality high. Bloom, okay. Motion blur bitte disable. Ich hasse Motion blur. Shadows enabled, ja. Anti-analyzing. Anti-analyzing disabled? Wer macht denn bitte das? Don't know. Voice over volume. Voice chat volume. 0. Schön. Ich kann auf. Wieso kann man Voice chat volume auf minus setzen? Die ist immer an. Die ist immer an. Das ist bloß Standardwert und dann kannst du einfach runter oder hoch drehen. Das ist wie bei Discord. Das ist ja auch ein Standardwert und dann kannst du Dezibel runter und Dezibel hoch. Plus und minus. Ich kann also nie Voice chat deaktivieren. Ach nee. Ich hab's komplett auf minus gemacht. Beide Werte. So. Wenn man den nicht rausgibt und der reinkommt. Also wenn wir beide auf Minus gehen, dann kommt er wahrscheinlich fast gar nicht mehr an. Ich mach mal minus 10 und minus 5. Minus 7 meine ich. Einfach aus Spaß. Mouse Spoofing? Emotes. Wir haben Emotes Wheel auf T. Merkt ihr das? Emotes auf T. Und wir haben Inventory, weil mit Q und E wechseln wir den Inventory-Slot. Achso, nee, das hatten wir immer schon, das wird wahrscheinlich auch über Mausrad gehen. Ich hab's über Mausrad gemacht gehabt, ja. Toggle Torch ist mit R, also wir haben anscheinend eine Lampe. Du, das wird da wahrscheinlich alles erklärt werden. Ich schaue es mir gerade an, einfach, weil zum Beispiel F ist interessanterweise dann für aktiv halt. Und nicht klicken anscheinend. Ah, hier unten kann man nochmal einen Account setzen. Crossplay. Crossplay ist enabled. Okay, lass ich so. Bibabub. Bibabababub. Du hast doch bestimmt ein Achievement bekommen, weil du mich invited hast, oder? Noch nicht, du bist ja noch nicht beigetreten. Ach, ich hab ein Achievement bekommen, nur dafür, dass ich dich invited habe. Hast du das über das Ingame-Menü gemacht? Genau. Okay, ich hab dich halt nicht in der Freundesliste, das ist das Problem. Ich lade dich nochmal über Steam ein, ob du da, wenn du da beitrittst. Wie, du hast mich nicht in der Freundesliste, ich stehe da drin. Steam-Friends, da ist nur Ludwig. Bei mir drin. Ich hab da nur Ludwig. Kannst du eine Add-Friend-ID eintragen? Ja. Mach mal mein User hier, mein Steam Name und dann Hashtag 1992. Gott, wie heißt denn du auf Steam? Na, Wolfi_Kun. Achso. Wolfi_Kun. Ja. Hashtag 1992. Okay, woher kommt die Zahl? Wie steht hier da? Wo denn? Findest du mich damit? Ah, da. Die steht bei mir im Account da. Ah ja, okay, cool. Hast du jetzt das Achievement dafür bekommen, oder wie? Ja. Perfekt. Ja. So, noch irgendwas? Survive the Trial. Pay to connect to you to the game. Was? Pay to connect. Ich invite dich mal. Geh mal du bei mir rein.
Wie das geht. Hä? Du bist wieder raus. Attempting to join the request. Ah, jetzt. Jetzt. 3%. Okay. Warum stehen da 3%? Ich weiß auch nicht, wieso da 3%. Chapter 1, the keep. Checkpoint, the goals. Was denn? Oh, das Bild sieht cool aus. Vielleicht haben wir 3% von den Achievements. Okay. Nice. I'm Mute Session. Da. Was? Mute Session? Mute Session. Kannst du oben machen bei Party. Achso, ja, gut. Gemacht. Aber ich bin schon mal auf aber Ready. Guck mal, das Symbol. Nicht, ich gegangen bist. Guck mal, mein Symbol an deins. Du hast ja, ein Walkie-Talkie und was hab ich? Du hast diesen alten Empfänger. Von dem dritten Teil. Okay, ready. Ja, ich hoffe, dass das Spiel optimiert ist als das vorherige. Ja, im besten Fall so schön. Und auch ein bisschen wie die ersten beiden. Ja, und halt ein bisschen besser ausgearbeitet. Es ist ein längeres Spiel, habe ich gesehen. Wir haben weitaus mehr Achievements. Wie viel hatten wir vorher? 20? Jetzt haben wir halt an die 40. Na, mal sehen. Ja, aber ich habe gesehen, für jeden Bereich umgekehrt. Also es gibt keinen versteckten. Naja. Der Chester. Broken. Secrets unspoken. A way home for those long dead. Dead. Escape or face defeat. Let's see which fate our guest shall meet. Anfang erinnert mich ein bisschen an den Anfang von Resident Evil 8. War doch 8, oder? Village? Machen wir mal eine Zelltür auf. Irgendjemand, der abgehauen ist. Ganz schön schnell. Und ich muss das Spiel nochmal auf einer Lautstärke höher stellen, das ist eindeutig zu wenig. Listen to your partner. Nö, jetzt nicht. Warum muss ich das klicken? Music Volumes, nein. Voice over Volume, bitte höher. Hey, aber ich will nicht auf zu meinem Partner listen, ich will mich bewegen können. Mann, wir sind im Discord, lasst uns in Ruhe. 80. 65. Ambiente Sounds auf 65 und Music. So, 57. So. Na, endlich. So, hallo. Right Mouth Button. Ja. Okay, kann ich mir. Jetzt kann man es bewegen. Make a move. Interact. Mit was kann ich denn interacten? Mit einem Schalter? Ja, mit der Tür neben dir. Zum Beispiel. Ich habe nur eine vor mir. Achso. Ich hab hier neben mir eine gehabt. Ich hab hier mehrere Türen. Dito. Ich kann nicht alle öffnen. Ich kann bisher keine öffnen. Du kannst springen. Ich kann eine öffnen. Ich konnte eine öffnen, aber ich probiere erstmal die anderen. Die ist so. Da komme ich raus. Was ist mit der hier? Muss man den DPI erhöhen. So. Das Spiel. Und da hoch komme ich gar nicht. Also gehe ich durch die Tür hier. Oh, man bewegt sich sehr komisch. Oh, die Musik. Oh, die ist laut. Aua. Hey, ich hab die schon auf 10%. What the fuck? Die ist gar nicht so laut bei mir. Ist das vielleicht Ambient Volume? Oh, ich liebe es, wenn Spiele ihre den Ton nicht ordentlich aus. Ich hab hier so ein Zeichen, einen Kreis mit einem Dreieck und einem Stern drin. Communicate what you see. Auf our parts. We are the sum. Auf our parts. Ah, ich hab eine Tür mit geometrischen Zeichen. Ich hab so ein Ding mit einem Kreis, darin ein Dreieck und darin ein Stern. Kreis, Dreieck Hallo. Und Stern. Ein Kreis, darin ein Dreieck und darin ein Stern. Also in dem Dreieck, der in dem Kreis drin ist, ist ein Stern. Oh, habe ich mich gerade erschrocken. Die Tür ging einfach auf. Ich habe einen Kreis, einen Dreieck und einen Stern eingestellt. Perfekt. Sehen wir uns hier Der Ton ist immer noch viel zu laut. Was ist denn das? Nee.
Sound Effects. Ist das gar nicht so laut? Ist doch mein Spiel, nicht deins. Was das Problem macht. Ja, aber ich glaube, du hast doch gar nicht so viel umgestellt. So, dann springe ich hier rüber. Wie ist denn bei dir die Soundstellungen? Ich habe bei mir Master auf 100, aber alles andere ist auf 75, 57, 65 und 80 für Voice Volume. Ich drehe gleich Master runter und stelle den Zeug wieder hoch. Das ist ja schlimm. Ich weiß ernsthaft nicht, wie hoch das hier eingestellt ist. Dieser Ton, dieses Düm, Düm, Düm. Ja, aber das ist bei mir nicht so laut. Ewig in die Ohren. Okay, was ist das hier? Ein Skelett? Ein Käfig? Hier geht's nicht weiter. Hey, wieso ist das so blurry? Ich hab doch Motion Blur aus. Hier geht's nicht weiter. Okay, ich geh einfach mal geradeaus. Squeeze in. Left Control Crouch. Auch nicht auf C. Das ist halt immer noch zu laut. Ich hab sogar Master runtergedreht. Ich muss Motion Blur enablen, damit ich währenddessen ich mich bewege, scharfe Bilder habe? Nee. Hä? Was meinst du mit Motion Blur? Motion Blur, ja, wenn ich mich bewege, ist alles verschwommen um mich herum. Und das will ich aber ausschalten. Das macht er aber nicht. Ich hab's enabled und bei mir ist nichts verschwommen. Bloom ist okay. Ich hab grad mit einem Hebel eine Kette gezogen. Die Kette hat eine Tür geöffnet und hinter der Tür war irgendeine Puppe, die zu mir geguckt hat und ist dann hinter der Tür verschwunden. Ja, ich weiß, wo das ist. Ich weiß, wo du bist. Ich hab genau das Gegenüberliegende. Du bist schon weiter als ich. Aber wir müssen das gleichzeitig pullen? Nee. Nee? Ich muss sprinten, aha. Hä? Hi. Kann ich hier pullen und achten, dann muss ich hinten laufen. Ah, jetzt bin ich durch. Ja, ich auch. Hints can be found in the menu. Check them out. Ah, jetzt hab ich Symbole. Ja. Na, ich hab hier auch so ein Drehrad. Hast du auch drei Symbole? Warte, ich hab hier auch eine Wand mit drei Symbolen. Also ich hab Kreis, Pentagon und Drachenviereck, Trapez ist das. Kreis, Pentagon. Und Drachenviereck. Und eine Raute, eventuell? Ja, nee, es ist ein Drachenviereck. Also die unteren beiden Schenkel sind länger als die oberen beiden. Achso. Kreis, Pentagon. Pentagon? Ja, doch, da ist Pentagon. Mond. Ja. Da, Kreis. Und ja, ich habe hier ein... Ja. Tapez mit der langen Seite unten, ein Halbkreis mit der Hälfte noch, also mit dem Schnittding nach unten und ein Blitz. Okay. Gut, bin auch durch. Alter, jetzt bekommen wir unsere Torch. Wie leise muss die Master Sound machen, damit das nicht dröhnt? Ich glaube, das ist ein Bug vom Spiel, weil bei mir ist es relativ leise. Meinst du, kann ich gar nicht einstellen? Oh, ich hab eine Torch. Bei dir ist... Toggle the Torch. Oh, nice. Licht ist immer gut, ich lasse die Torch einfach an. Kann ich ja... Oh, ich kann ja anzünden, nice. Da unten auch. Hier oben kann ich auch anzünden. Ich hab hier wieder ein Symbol schon mal für mich. Sekunde, ich muss kurz alles anzünden. Oh, 6, 8, okay. So, da ist noch eine Torch. Was habe ich hier? Noch ein Drehrad. Ah, hier ist noch eins. Ich habe auch ein Symbol für dich. Warte, ich muss mir noch ein Drehrad holen. Achso, hier habe ich. Ich habe schon alle. Okay, warte. Dann trage ich erstmal deins vor und dann bist du dran. Hast du auch eine Fackel? Ja? Ich habe auch eine Fackel, ja. Ja, nee, ich meinte eine Fackel neben der Tür. Nicht, dass das für ein Achievement notwendig ist, dass wir alle Dinge anschauen. Okay, ja. Ich hab hier gerade 4 Fackeln angemacht. Einmal an Sechseck. Hexaeder. Hexagon meine ich. Nee, ja. Hexaeder. Ja. Hexagon. Hexagon. Und ach, Eder ist das 3D-Ding. Dann ein Dreieck mit der Spitze nach links. Zeigt nach links. Mhm. Und das ist ein egal.
Mond, der auf dem Bauch. Sichelmond, okay. Ja. Für dich ist es ein Hexagon. Warte, ich muss jetzt einsetzen. Ein Hexagon. Ja. Darin war ein Viereck. Ja. Und dann so ein invertiertes Dreieck. Also du hast nur die drei Linien, die in den Mittelpunkt von einem Dreieck zeigen würden, theoretisch. Hast du es? Ah. Ach so. Ah ja, okay. Invertiertes Dreieck. Interessante Beschreibung. Was? Hier, hinterm Gitter. Emote by releasing the button. Double Piece. Warte, ich guck mal nach, was ich noch für Emotes hab. Wir haben im Prinzip die gleichen. Ah, Schere, Stein, Papier ist das! Das ist Schere, Stein, Papier, Junge! Oh Gott. Aber dann müssen wir das ja gleichzeitig machen. Ich wähl schon eins aus. Ich hab schon eins ausgewählt, und du? Dito. Dann das. Hä? Ich hatte nicht gesehen. Ich hatte Papier. Ich hatte Stein. Achso, schade. Verloren. Ja, aber ich hab's nicht gesehen. Ja, können wir es nochmal hier oben machen? Nee, ist doof. Wo sehen wir uns denn richtig? Irgendwo eine Stelle, wo wir uns besser sehen können. Hier. Hier sehe ich deine Hand. Wenn du dich dorthin stellst, siehst du meine Hand auch? So. Wenn ich mich hier hinstelle, kann ich vielleicht deine Hand sehen. Okay, nochmal. Mhm. Stein, Schere, Papier. Hier bei. Tja. Oh. Hi. Wo ist meine Fackel aus? Den Hebel für dich. Dito. A way out of here. Wir mussten das gleichzeitig drücken, deswegen. Habe ich mir schon gedacht, deswegen habe ich mitgemacht. Willst du eine Katze? Katze? Wurden teleportiert in einen anderen Raum. Nee, ist einfach nur ein Ladeszene gewesen. Nee, es war wirklich schon in einem anderen Raum. Nee, wenn du die umgeschaut hast, waren wir. Ja, aber die Lichteffekte waren anders. Warum habe ich 26 FPS? Mausbutton 3. Oh Gott, ich muss die Videoeinstellung runterdrehen. Was mache ich denn runter? Future Frame Rendering mache ich runter. Jetzt geht's. Okay. So. Das sieht cool aus. Du hast wenig FPS. Ich habe jetzt wieder 60, das wäre Future Frame Rendering, was Probleme gemacht hat. Das habe ich, glaube ich, auch aktiv. Ja, du hast schon eine bessere Grafikkarte als ich. Ich habe ja immer noch die 1080er. Wirst du die 4000er Serie holen, die teure? Ich habe kein Geld, Alter. Nein. Hä? Die Tür geht irgendwie auf, aber dann auch nicht. Weird. Ja, habe ich bei mir genauso. Ich habe hier irgendwelche Symbole, aber ich kann die anscheinend nicht bewegen. Ah, doch. Ich habe Schlüssel aufgenommen. Und ich kann dir was rüberschicken, guck mal. Ich habe hier ein grünes Schloss und ich habe einen blauen Schlüssel mit einem X drauf. Warte, geh mal, hast du hier auch so an deiner Stelle wie ich hier? Ich sehe es doch, du hast umgekehrt auch so ein Ding. Was denn für ein Ding? Da. Kannst du da durch? Dort rechts? Nee, in die Tür kann ich nicht rein. Ich brauche dafür einen grünen Schlüssel. Achso, warte, dann gebe ich dir den. Ich habe dir einen blauen Schlüssel rübergegeben. Ja, den brauche ich sogar wirklich. Nice. Warte, wie kann ich denn? Ich möchte gerne den Schlüssel aufnehmen. Hallo? Ich habe dir was geplaced, aber ich habe den blauen Schlüssel nicht. Wo ist der denn? Der ist drin. In der Schale. Nee. Ich hab den da reingelegt. Ah ne, ich hab den noch hier, sorry. Ja, ich hab den noch drin. Ich hab den hier. Ich place dir den jetzt, hol dir den rüber. Hab ja ganz vergessen, dass ich den noch im Inventar hatte. Wie drehst du das Ding? Pull. Hängt hier gar nichts drin. Da ist ein Hebel davor. Oder wie? Nee, hier ist doch ein Hebel davor gewesen. Ich hab hier keinen Hebel. Nur du hast den Hebel anscheinend. Also. Muss mir also dann rübergeben sogar noch. Mach ich. Oh, ich hab den Schlüssel weiter. Okay. Interessant. Muss ich den wahrscheinlich wieder zurückgeben, ja. Weiß ich nicht. Also ich würde erstmal so behalten. Okay, jetzt habe ich auch irgendwelche Symbole. Und ich habe hier ein rotes Schloss.
Und ich will mich erstmal hier umgucken, bevor wir. Nee, nee, komm mal hier runter. Hier unten ist ein fettes Rätsel. Noch ein. Ja, ich weiß. Aber ich würde mich gerne erstmal umgucken, was ich noch so habe. Weil ich habe jetzt zum Beispiel auch was zum Aufnehmen. Das große Rätsel sein. Ja, können wir ja gleich machen. Weil okay. Das kam ich als erstes sofort dran. Das heißt also, es wird unabhängig für dein Rätsel sein. Okay, da habe ich was. Hier kannst du dann steuern. Ich finde schön, dass wir uns jetzt sehen. Damit wir nicht so groß rumrätseln, wie es bei den anderen aussieht. Gehabt. Oh Gott, das dreht sich ja viel zu schnell. Hast du gerade was gestoppt? Nee, ich lunge hier nur in einem Raum rum. Du hast noch nicht, du hast gerade nichts gemacht, okay. Dann gehe ich mal zu der Schalltafel. Und zwar König. Oh, hier habe ich ein Zahlenschloss, das musst du mir dann sagen. Genau, ich kann den König und unten diesen Bischof bewegen. Du musst wahrscheinlich den Chester, den anderen König und das Potion bewegen. Wir müssen die wahrscheinlich an die richtigen Positionen führen, weil oben links ist der König mit den 3 Kronen, unten ist der König mit den 5 Kronen, zacken. In der Mitte ist der Potion. Der Chester muss irgendwo hin, aber ich weiß nicht wohin. Und der Bischof muss hinten rechts in die Ecke. Was kann ich bewegen? Wahrscheinlich den Chester, den König mit den 3 Zacken und die Potion. Ich kann die nicht bewegen. Du musst das Ding extra auswählen, ja. Genau, lass den dort mal bitte den Chester. Genau, jetzt hol den Dreierkönig, genau. Und jetzt tu den Potion ein bisschen ganz nach oben setzen. Mhm. Also auch neben den König bitte. Genau, dann kann ich den Bischof nämlich da hochsetzen. Hallo, Bischof. Und dann hole ich den König hier runter. Mhm. Nein. Ja, du musst den Chester daneben setzen. Und dann haben wir das eigentlich schon fertig. Nice. Ah. Oha. Ah, okay. Das hier brauche ich einen roten Schlüssel. Das ist mandatory. So, ja. Ich habe hier einen roten Schlüssel, aber ich habe hier einen Zahlenschloss daneben. Das sind eigentlich nur 4 Schlösser mit einer Orientierung von 0 Uhr. Ja, ne, ich habe also, ich habe einmal habe ich 5 Punkte. Ich habe hier nur 4. Brauche hier 4 Eingaben. Du hast links, rechts, oben und unten, ja? Nein, ich habe oben, unten, rechts oben, rechts unten, links oben, links unten. Also hast du 6 Punkte. Ja, und ich habe hier, aber ich höre 4 Schlüssel, wo ich das jeweils richtig eintragen muss. Ne, ich habe 4 Zeichnungen. Einmal mit 5 Punkten, einmal mit 4 Punkten, mit 3 Punkten und 6 Punkten. Und jeweils ein Punkt bei den Zeichnungen ist jeweils mit einem Pfeil markiert. Nee, was nicht pushen, aber wieso nicht? Also wenn du das mit 6 Punkten hast, musst du den oberen Punkt aktivieren. Bei allen? Nein, nur bei den mit 6 Punkten. Ich habe 6. Also 4x6 solcher Dinger mit 6 Punkten. Alle nach oben funktioniert nie. Alle mit 6 Punkten? Ja, 4x mit 6 Punkten. Ja. Alle mit 6 Punkten. Guck mal bei dir rum, weil ich kann hier so einen Schrank verschieben, aber ich bin anscheinend nicht kräftig genug dafür. Wo bist du denn gerade? Hier in einem fetten Raum. Ach, da unten. Ja. Ich hab da schon einen Schrank, aber da kommst du nie ran. Weiß aber auch nie, wie ich das Ding verschieben soll. Immer mit 6 Punkten. Mal mit 6 Punkten. Das macht aber gar keinen Sinn. Warum habe ich dann verschiedenste Zeichnungen? Okay. Alle mit 6 Punkten. Haben die eine Reihenfolge bei dir? 3, 4, 5, 6 oder so? Naja. Nee, ich kann die drehen. Das heißt also, ich muss sie festlegen. Ja. Okay, vielleicht kannst du trotzdem mit so einer Information was anfangen. Dort, wo du 5 Punkte hast, musst du den unten rechts aktivieren. Bei 4 Punkten rechts, bei 3 Punkten unten links und bei 6 Punkten oben. Kannst du damit was anfangen? Nee,
Nee. Das sind 5 Angaben und ich habe aber nur 4 Teile. Nee, das sind 4 Angaben. Unten also, rechts, wie gesagt, ich habe einmal. Unten links oben. Die Anordnung von den Punkten ist oben, unten. Also wirklich 1 Uhr und 6 Uhr. 0 Uhr und 6 Uhr. Ja. Dann habe ich einen auf, ich sag mal. Ja, wie in 6-6. 2.30 Uhr. 2.30 Uhr, genau. Und dann unten halt. 3 Uhr. 5. Na, nicht 3 Uhr, nee. 3 Uhr ist nichts. Nee, 1.30 Uhr, so rum. Ja, 1.30 Uhr ist auch nicht ganz. Es ist halt eher so 2 Uhr, würde ich sagen. 2 Uhr. Ja, es ist halt wie ein 6-6 angerichtet. Die Eckpunkte von 6-6, ja. Davon habe ich auch nur eine Zeichnung und die zeigt nach oben. Oh, hier ist ein Easter Egg. Hier ist diese Lampe, die blinkt, wenn du näher kommst. Es steht hier oben auf dem Regal. Na, habe ich hier auch eine. Ach so. Können wir bloß leider nicht rein. Irgendwas interagieren oder mit der Fackel irgendwas? Ich verstehe halt nicht. 6 Punkte. Ich habe auch noch Dinge im Inventar. 2 Fünfeck. Kann ich das irgendwo einsetzen? Kann ich dir das vielleicht. Ich kann dir das, glaube ich, rübergeben. Warte mal kurz. Kann ich dir das vielleicht rübergeben, was ich hier aufgesammelt habe? Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich hab keine Info, was du hast. Ne, das ist halt ein Fünfeck. Was du aktivieren könntest, eventuell. Jo, ich kann das reinlegen. Ich glaube, wir können alles reinlegen. Ja, aber das ist doch bestimmt was du brauchst. Werde ich gleich sehen. Das kann ich auch einmal so einsammeln. Hinter dem Schrank, was bei mir ist. Aber ich weiß nicht, kann ich das dort einsetzen? Nee, einsetzen kann ich das nie. Naja, das ist ja auch so ein ähnliches Ding. Ähnliches Ding, da steht eine 1 drauf. Und wie viel Punkte hat das? Das ist genauso wie deins, mit 5 Blüten. Mit 5. Und ich habe dort einen Schlüssel mit einer Raute drin. Mit einem Viereck Raute drin. Und der rote Schlüssel, den ich. Ich brauche einen roten Schlüssel, einmal mit einem Stern, in der Sternform und einmal in der Kreisform. Zweimal rot. Eine Kreisform habe ich hier bei mir, aber dazu mussten wir halt dieses Schloss loskriegen. Achso, und den mit dem Sternform hast du nicht. Also du hast nichts, was du rübergeben kannst. Nur mit einer Raute. Und mit einer Raute müsste ich hier irgendwie den Schrank wegschieben können, aber da bin ich anscheinend zu schwach dafür. Oder ich muss irgendwas anderes machen? Na, vielleicht muss ich dafür rüberkommen. Nee, das schaffst du ja nicht. Oh, ich habe hier noch eins. 5. Mal oben, links unten, rechts oben, rechts unten. Was? Kannst du das machen? Kannst du oben, links unten, ja? Rechts oben, rechts unten. Okay, ich muss nur gucken, wie ich das richtig anordnen muss. Also, ich habe links, rechts, unten, unten gemacht. Also wie man liest, habe ich das vorgelesen. Warte mal, mach mal links oben. Links oben ist oben. Warte, rechts oben? Rechts oben ist rechts unten. Links unten meine ich, sorry. Warte. Bin verwirrt. Ja, und dann links unten? Rechts oben. Aha. Rechts unten. Ja. Kann dir einen Kreisschlüssel gleich geben. Muss bei mir noch was anlocken. Oh. Hey, her mit dem Schlüssel. Jetzt kannst du zu mir rüber, ja. Okay, das ist interessant. Ich gehe hier rechts lang und du links. Okay, und dann push. Wie kann ich? F? Ah ja. Nein, ich kipp doch um! Oh, vielleicht war da noch was drin. Nee. Hier ist ein Schlüssel, ich nehme mal die Platte. Aha. Das ist ja irgendwie doof, wir können jetzt ja auch die Seiten tauschen. Für das Achievement. Ja, das wird später dann. Nee, später gibt es getrennte Achievements. Am Anfang haben wir die beide. Also habe ich mir schon, die Achievement habe ich mir ein bisschen angeschaut. Ach, und du hast die Lampe hier und ich habe die andere Lampe da drüben.
Ey. Du bleibst jetzt dort, ich mach dich. Ja, aber ich brauch da den Schlüssel da drüben. Hä? Ich will das mir nur kurz anschauen. Was hast denn du hier für ein komisches Slot-Machine-Teil? Ja, das kommt noch. Das hat sich vorhin gedreht gehabt. Das hat sich dann eingestellt. Ich hatte dich ja gefragt gehabt, ob du irgendwas gemacht hattest. Nee, das dreht sich, hat sich gedreht und ist jetzt stillgebunden, aber das dreht sich und hört immer wieder auf. Achso. Ich glaube, du musst es dann ansagen? Einrichten, nee, ich glaube, du musst es so einrichten, dass das dann stehen bleibt. So, ich mach mal die Tür auf. Ist wirklich kein Button. So. Ach, den Schlüssel habe ich jetzt verloren. Toll. Ja, den anderen habe ich auch direkt verloren, obwohl ich bei dir anscheinend mit aufgemacht habe für den Kreis. Wo geht's denn hier hin? Oh Gott! Ah, hier geht's runter! Ah. Okay, interessant. Ich glaube, wir müssen beide runter. Ja, kann sein. Ja, wir müssen hier beide am Rad drehen. Okay, hier braucht man einen gelben Schlüssel. Diamantform. Und hier muss man ein Zahnradrätsel machen. Hier fehlen zwei Zahnräder. Ich hatte keins. Ah ja. Hier ist Kloschüssel. Komm, stimm. Da bist du. Wo ist die Kloschüssel? Ich muss mal. Hä? Ah, nee. Da. Wieso kann man da runterspringen? Ja. Keine Kloschüssel. Doch. So, das ist ein Klapphandy. Ein sehr, sehr großes altes Klapphandy. Ah, hier kann ich dich töten. Nice. Wo? Ah, guck mal, hier ist das zum Einstellen. Hier oben. Ich kann sie Knöpfchen drücken. Siehst du? Dann musst du mir das dann so drehen oder so ansagen, dass das richtig gedreht ist. Und dann kriegst du das erste Zahnrad. Ja. Ich geh mal noch weiter hoch. Ja. Müssen wir dann auch nochmal Rad drehen, bevor wir das Rätsel machen. Okay, hier kann man nie durch. Gar nicht? Wow, umsonst der Weg. Ein Henkel. Ich drehe hier gleich am Rad, Junge. Hold gedrückt halten, oder wie? Du musst F gedrückt halten und dann nach vorne gehen. Ja, nee, ich halte nur gerade den Mauszeiger. Ich kann hier nach vorne gehen. Irgendwie machst du das schon anscheinend. Was holen wir eigentlich gerade hoch? Oder, warte mal, ist das vielleicht, weil das Zahnrad unten fehlt, machen wir gerade gar nicht? Kann gut sein. Ja, okay. Ich fahr schon hoch. Ach so, nee, wir würden das hier hochholen, hier drüben. Du fährst hoch? Ja, um es dir anzusagen wegen der Maschine. Okay, hat sich gerade resettet. Ich bin hier gerade falsch. Oh Gott. Jetzt ist gerade ein Muschel aktiv. So, hier ganz außen, hier links. Hier, wo ich von dir rechts sozusagen. Hä? Was? Ich bin hier hinten, rechts. Siehst du mich durch die Scheibe? Ich weiß. Aber, es resettet sich ja recht schnell. Ja, aber ich muss dir ansagen, was da links hingehört und wie es richtig ist gerade aktuell. Deswegen sage ich dir das ja. Also, nicht dein links, sondern mein links, also bei dir rechts, dort fangen wir an. Da ist gerade aktuell so eine Bombe und da muss aber so eine Kaffeebohne rein. Jetzt ist eine Muschel. Die Schnörkelmuschel mit einer Öffnung nach oben. Okay. Wir müssen warten, bis sie sich einmal dreht. Jetzt ist ein Kackhaufen. Okay. Die Kaffeebohne kommt direkt danach, sehe ich gerade. Soll ich schon drücken, oder was? Nee, das Ding dreht sich ja von alleine. Achso. Oh, das war eins zu weit. Jetzt ist so eine komische Feder, würde ich sagen. Muss ich vielleicht auch meins ansagen? Nee, wir müssen das erreichen, was ich habe. Das ist immer noch die Feder. Es ist schon wieder die Bombe, aber ich brauche die Kaffeebohne.
Dann drücke ich die Kaffeebohne. Jetzt ist die Muschel gekommen, keine Kaffeebohne. Was für eine Muschel? Die Schnörkelmuschel mit der Öffnung nach oben. Ja, und wo soll das hinführen? Weil ich habe ja auch irgendwas, was sich auftut. Jetzt habe ich gerade die Bowlingkugel. Ja, die habe ich auch bei mir, aber ich brauche die Kaffeebohne als erstes. Achso, dann drücke ich die Kaffeebohne. Jetzt habe ich einen Scheißhaufen. Ja, und tut sich was bei dir? Die Kaffeebohne muss hin. Ich sag dir nur, was das erste Rad ist. Was für ein Rad? Das Ding dreht. Du hast doch die Maschine noch im Kopf, oder? Nee. Oder soll ich mal rüber? Ah, dann gehe ich rüber. Mensch. Ich hab. Ich kann halt nur einen Knopf drücken, immer jeweils. Das ist eine Slot-Machine, was du da vorher hast. Und unten drunter stehen die Formen, die wir haben wollen. Absolut keine. Ich habe das Gefühl, dass die eventuell versetzt sind. Aktuell ist eine Muschel bei mir jetzt da. Bei dir? Als erstes links? Die Öffnung, Muschel mit der Öffnung. Nach oben, ne? Ja. Gut, sag mir mal die Symbole an, die unten da stehen. Kaffeebohne. Danach? Spitzmuschel. Aha, danach? Bowlingkugel. Aha. Öffnung. Aha. Fächer. Feder, dieses Ding, ne? Fächer. Fächer? Ja, ich habe keinen Fächerknopf. Ja, der Knopf ist nicht da. Knopf habe ich auch nicht gefunden gehabt. Aber die wird oben angezeigt, ne? Ab und zu mal, ja. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ja, du hast ja auch den Clocktimer. Der Clocktimer entspricht den Dingern, die wir auswählen müssen. Drücken müssen. Ja, aber was kannst du denn beeinflussen, indem du die Knöpfe drückst? Guck dir mal die Uhr an. Guck dir mal die Uhr an. Ja. Wie ist er denn aufgeteilt? Eins. Zwei. 3, 4, 5, 6. Na, ist schon durch, ne? Und wie viele Dinger müssen wir eingeben? 5. Ah, ich nehme an, dass das Ding drauf war, dass wir eingeben, richtig? Ja, aber es sind 6. Wir müssen 5 eingeben. Aber da musst du ja Glück haben, dass du oben. Das hier. Die Muschel hast. Das hier dann. So, warte, was ist denn links bei dir jetzt? Ganz die links. Muschel mit der Öffnung. Nach oben, ne? Ja. Mach ich mal das. Was ist jetzt bei dir dort? Bowlingkugel. Jetzt bleiben die drin. Lol. Also falsch. Muss schon mit Öffnung Bowlingkugel. Nee, ich muss gerade das eingeben, was mir angezeigt wird. Hab ich das Gefühl, oder? Ah nee, da waren die drin. Hä? Oh, die Blickfeld. Keine Ahnung, was man eintragen muss. Ich versteh's halt immer noch nicht. Musst du jetzt irgendwie was eingeben in Zeit oder musst du jede Runde was eingeben? Ich meine, ich habe hier auch viel Leuchten, viel Lampen. Na, wenn irgendeine Lampe auch leuchtet, wäre das cool, wenn du es mir sagst. Tut's nicht. Es stimmt halt nichts überein. Warte. Was ist denn das erste Symbol links? Öffnung. Nach oben, ne? Ja.
Kaufen. Kaufen? Und jetzt? Bowlingkugel. Was ist denn? Was wird denn bei der Muschel mit der Öffnung nach oben? Nee, ich muss das eingeben, was bei dir angezeigt wird. Du hast als erstes gesagt, unten hast du die Symbole Kaffee, Öffnung nach oben. Nee, Kaffee, Spitz, Bowlingkugel, Öffnung, Fächer. Okay. So, Kaffee, was ist oben drüber angezeigt? Kackhaufen. Ah, Lampe. Gut. Spitz, was ist über dem Kaffee. Spitzding? Das ist die Kaffeebohne angezeigt, okay. Das sind nämlich die Symbole, die dir angezeigt werden. In der Reihenfolge kommen sie bei mir an. Jetzt wird nochmal Spitz abgefragt. Kackhaufen. Darüber ist? Kackhaufen, okay. Ah, sieh. Ist ja doch nicht so kompliziert. Leuchtende Lampe? Ja, Öffnung nach oben. Was ist drüber? Öffnung nach oben? Bowlingkugel. Oh, geschafft. So, was fertig. Ist offen. Was kriegst du raus? Ein Zahnrad und. Den goldenen Schlüssel und ein Zahnrad. So, den goldenen Schlüssel nämlich. Schmackel. Ja, den gelben. Ich lass dich mal rein. Wo muss der denn hin? Hier zum Beispiel. Ich komm mal runter. Hey, du kannst doch hier rüber. Hä? Worüber? Ich hab eine Tür aufgemacht, damit du rüberkommen kannst. Oh. Wo war denn deine Tür? Direkt daneben. Oh. Ach so, dafür. Ach so. Ja, der gelbe Schlüssel braucht man dort für drüben, genau. Na, für beide hatten wir das gebraucht. Für beide ja, genau. War das notwendig. Ah, hier haben wir die Dinger, wie wir einstecken müssen. So. Ich leg die erstmal so rein wie hier. 3. Eins hab ich hier. Warte, ich muss die einlegen. 2 habe ich hier. Wo sind die 4? Die 4 wird wahrscheinlich neben der 3 sein, also da rein. Und aktuell wird die 5 abgerufen. Kannst. Achso, Prisoner Extraction Protocol. Hä, hey, das sind mehrere Bilder. Achso. Du hast gerade schon weiter. Oder wird das automatisch gemacht? Nee, ich hab gerade weitergemacht gehabt. So, dann warte. Da. Ah, wird auch automatisch gemacht. Okay. Blitzi Blatzi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pinkes Gas. Irgendein Gasding. Rot. Ah, das ist die Reihenfolge, wie wir das machen müssen. Erst irgendwo einen Schlüssel drehen. Okay, da hier oben. Schienenrad. Danach. Anlegen. Hebel ziehen. Logisch. Hier ist der Hebel. Okay, Glühstrumpf. Ja. Glühstrumpf. Okay. Hier oben ist der Glühstrumpf, nehme ich mal an. Ne, hier oben ist das zweite Teil, nee, dieses Elektro-Ding. Der ist hier unten. Ah, der leuchtet ja dann. Da müssen wir nicht machen. Das ist ja das, was wir... Nee, warte, da musst du doch da was auswählen. Also du hast ja als erster Schritt, ist das Schlüssel drehen. Danach kommt dieses Elektro-Ding. Und das Elektro-Ding machen wir mit den 3 Knöpfen. 1, 2, 3, so wie es angezeigt worden ist hier. Ich suche gerade bloß die Stelle, wo wir die Knöpfe eintragen. Meinst 1, 2, 3? Nee, wo die Knöpfe... Da, links an der Wand. Sehe ich sie gerade direkt an der Treppe. Hier sind sie angeordnet. Also oben rechts, unten links, oben links müssten wir dann drücken. Ja. Danach kommt, was kommt danach? Scheiße, jetzt habe ich das nie aufgepasst. Danach kam irgendwas mit Gas. Ja, das erstmal komplett anschauen. Ich nehme an, das läuft nämlich auf Zeit, mein Freund. Ah, das Gas kommt hier raus. Hier oben. Ja. Das müssen wir abwarten, glaube ich. Nee, wenn das dann leuchtet, also als erstes.
Schlüssel drehen. Schlüssel drehen. Mäßig, wo da ist. Ich auch. Danach dann die drei Knöpfe. Genau, okay. Die drei Knöpfe. Es wäre besser, wenn das jeweils einer davon macht. Einer macht den Schlüssel, der die Knöpfe oder so. Okay. Dann kommt irgendwo Gas, also kommt aus dem Loch Gas raus. Mhm. Und dann muss einmal ein roter Schalter direkt hier an der Maschine angedrückt werden und dann der rote Schalter hier vorne. Ein Hebel, jo, gleichzeitig. Dann dreht sich das hier. Dann anlegen und Hebel gleichzeitig ziehen. Der Hebel ist wahrscheinlich oben. Oder? Nee. Nee, hinter der Maschine, hinter der Maschine. Ach hier. Dann leuchtet der Draht, dann müssen wir das ziehen und blau machen und dann nochmal den Schlüssel drehen. Okay. Gut, dann fangen wir doch mal an. Oder? Okay, dann. Du stehst schon im. Okay. 1, 2, 3. Okay, dann drücke ich. Okay, ich drücke jetzt, dreh den Schlüssel. Jo. 1, 2, 3. Du, die Knöpfe drücken? Genau. 1, 2, 3. Genau, dann müssen wir jetzt. Du machst links, ich mach hier rechts. Ich mach hier links, du rechts. Ich muss rot. 1, 2, 3. Dauert ja ewig, bis das unten ist. Geht wieder zurück. Haben wir es verkackt? Nee. Ja, wir haben es verkackt. Also. Okay, müssen wir schneller sein. Okay. Genau, ich muss. Machst du da mal links, oder? Nee, ich mach da links, weil das geht schneller, wenn ich unten bin. So. Los geht's. 1, 2, 3. Hebel. Hallo, drück den Hebel. Der Hebel braucht ewig. Ja, bei mir auch. Oh. Und ja. Hammer. Hammer? Hammer. Jetzt. Das Rad dreht sich nie. Nee. Das Rad dreht sich nie. Das Rad hat sich nie gedreht. Machen wir nochmal. Okay, nochmal. Danach muss ich nämlich dieses Rad drehen. Okay. Hast du? Und los. Drei, zwei, eins, go. Ah, jetzt leuchtet es durchgängig. Ah. Jetzt dreht sich das Rad. So, jetzt müssen wir. Du musst das Ding ansetzen, ich muss den Hebel hier drehen. Okay, 3, 2, 1. Boah, das braucht ja ewig. Klappt das? Meinst du es dran? Hä? Schon wieder falsch. Hä? Der meins hat sich doch gedreht. Hast du. Achso, du hast. War es nicht in Time oder ich was? Ich hab den Hebel. Ich weiß nicht, ob du musst den Hebel gleich drücken, sofort. Weil meins geht recht schnell. Meins geht recht schnell. Okay, nochmal. So. Ich schau nochmal. Naja, wir müssen hier drei Sachen machen. Ja, danach noch was, klar. Da müssen wir nochmal blau machen. Also müssen wir alles ganz schnell hintereinander machen. Ohne aufeinander zu warten. So, wo bist du? Nee, wir müssen gleichzeitig. Also den Hebel mussten wir gleichzeitig machen. Ich habe mit dir gleichzeitig gemacht. Ich hab bei 1, 2, 3 gesagt. Und bei dem Hebel müssen wir wahrscheinlich auch 1, 2, 3 abklären. Ja, müssen wir auch wahrscheinlich 1, 2, 3 abklären. Okay. Okay. Ich ziehe den Schlüssel. Okay. 1, 2, 3. Wir haben einen kleinen Timeframe, wo wir nicht gleichzeitig enden müssen. Das ist okay. Ich gehe schnell an den Hebel. Okay. So, 1, 2, 3. Okay. Nee, noch nicht. Mist. Jetzt der Hebel unten. Aber es läuft weiter. Perfekt. So, zieh dran. Zieh. Wo ziehen? Achso, da links. Ja, da ist er. Und ich zieh los. Also, das muss ich nur kurz ziehen. Ja, deswegen sagte ich, zieh. Das zieht sich nur kurz. Ja, aber was ist denn das dritte dann? Du musst noch drei Sachen machen. Na, ich hab doch hier einen blauen Hebel gezogen. Die ganze Zeit schon. Ja, aber das Ding zieht sich kurz. Die Leine zieht sich kurz. Hier ganz links. Die Leine zieht sich kurz. Ja. Ach, und der Schlüssel muss dann ausgemacht werden, während du runterziehst. Okay. Nee, das musst du dann machen. Ich muss, glaube ich, den blauen Hebel die ganze Zeit gedrückt lassen. Und du musst einmal ziehen und dann den Schlüssel ausmachen. Ja. Okay, nochmal.
Los geht's. Gut. Eins, zwei, drei. Okay. Los geht's. Eins, zwei, drei. So. What? Bei mir dauert's noch. Wie ist das? Jetzt unten. So, ich. Hast du einen Hebel? Ja. Zieh. Ich zieh. Ich hab. Hammer's. Hä? Nee, es leuchtet nicht. Nee. Wieder zu langsam? Hast du überhaupt hinten gezogen? Ich hab hinten gezogen, also du kannst mal hinten herkommen. Ja, aber ich muss zuerst die blaue Lampe erleuchten. Hier, guck mal, das Ding ist nur kurz. Das ja, ist ja, nur echt deswegen, kurz. Deswegen musst du, glaube ich, warten, bis ich fertig gezogen habe. Also nochmal. Hä? Nee. Was musst du. Ach, danach muss euch das Ding ausschalten oder wie oder was? Nein, hör zu. Ich drück das hier dran. So. Ja, ja. Wenn du fertig gedrückt hast da drüben. Dreht sich das hier und rastet ein. Dann kann ich einen blauen Hebel, der braucht Ewigkeiten, bis er ist. Wenn der gedrückt ist, ziehst du dann einmal dran und machst einen Schlüssel. Ja, aber das Ziehen kommt doch vor dem Hebel. Schau mal, wir müssen drei Sachen machen. Da, Hebel ziehen, Schalter nehmen und dann nochmal einen Schlüssel. Ja, sollte ich mit dem Hebel ziehen? Ja, du wartest, bis ich blau fertig habe, dann Hebel und dann kann ich vielleicht einen Schlüssel machen oder du einen Schlüssel, je nachdem, wer schneller da ist. Ich glaube nicht, dass das gleichzeitig gemacht werden muss, weil der Hebel ziehen ist, wie gesagt, nur kurz. Wenn du mal hinten rangehst, das Ding ist einmal gezogen, fertig. Na okay, dann. Das ist wie mit dem Schlüssel drehen. Na dann los. Ja, aber das ist der Schalter komplett egal, das meine ich. Den du da ziehst. Und los. Weil der Zeitframe ist einfach viel zu unterschiedlich. Und los. So, jetzt warte ich, bis du den Schalter umgelegt hast, du musst mir Bescheid geben. Zieh. Habe schon. Und jetzt Schlüssel aus. Meine ich doch, genauso wie ich es gesagt habe. Hast du auch gerade eben gemacht. Hä? Ich war ja noch nicht fertig mit der Lampe. Jetzt öffnet sich die große Tür und du bist in den Fahrstuhl gestiegen und fährst weg. Was denn? Du kannst ja auch mit dem Fahrstuhl fahren. Nee, der Fahrstuhl ist weg. Dann drück doch einfach einen Knopf. Ist ein Knopf? Ach, da ist einer. Nee, den kann ich nicht drücken. Der ist fest. Sag mal, bist du denn blöd, Bin? Direkt rechts daneben. Der ist fest. Ich kann den nicht drücken. Der ist eingerastet. Den hier. Der war zu. Den kann ich nicht drücken. Wahrscheinlich, weil du den Hebel hast, der festgelegt wurde. Warst du hier schon mal? Nee, hier oben. Hier oben noch nie. Ach so. Ja, warte mal, nee. Ich habe mir das so gemerkt. Das sind die Dinge, die du hast drüben. Ja, ich habe mir das so gemerkt. Ah, hier kann man wieder was rüberholen. Hier ist ein Schlüssel, den man reinlegen kann. Was habe ich nur gemerkt? Ich glaube, ich muss rüber. Ja, ja. Hier liegt ein Baum. Ich habe es mir noch nicht gemerkt. Geh gleich rüber. Was hast du hier für einen Schlüssel? Den Dreiecksschlüssel, den brauchen wir unten. Ja, ja. Zahnrad kann ich ja unten einbauen. Sorry, ich hab dich gerade nicht gehört. Ich hab meinen Kopfhörer rausgeruppt. Den Zahnrad kann ich ja unten einbauen, hab ich gesagt. Brauchen wir zwei oder nur eins? Eins reicht schon. Nee, zwei. Nur zwei Steckplätze, die nicht belegt waren. Hä? Zwei? Ja, eins links und eins rechts, habe ich gesehen. Okay, ich konnte das eine nur einsetzen, dann war das festgelegt, wo die sein müssen. Warte, ich gehe gerade rüber.
La 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 la. Der war oben, ne? Ja, hier oben ist der Dude. Also, für das Sechseck. Oben? Hm? Was hast du als nächstes? Ist egal. Du musst mir sagen, du kannst ihn nach oben oder nach unten oder nach links schieben, die Scheiben. Ja, ist egal. Ja, dann sage ich dir halt, Fünfeck ist unten rechts. Okay. Vierer ist rechts und Dreieck ist links. Hab ich so eingestellt. Hä? Ah, oben. Ja, du musst extra öffnen. Okay. Dann kannst du schon mal runter. Ja. Ah ne, kann ich nicht. Okay. Woher denn wohl? Hä? Ich frag mich nur, wieso das so ist. Ja, dann... Soll ich dir sagen, wieso das so ist? Wieso? Der Fahrstuhl hat einen Hebel drin, der steckt fest, wo das Ding ist. Ja, du hast den Knopf nur einmal drücken. Du hast den Knopf nur einmal drücken müssen, um den runterzuholen. Nee, der Fahrstuhl kam ja automatisch runter, nachdem wir das Rätsel gelöst haben. Ich nehme an, der ging eigentlich zum Runterholen. Nee, ich habe den Knopf nicht gedrückt. Ich habe nur einmal einen Hebel. Ja, auf jeden Fall, der Knopf ist eingerastet und... Ja. Achso, na dann. Also musst du mich abholen, oder? Holen, ja. Ja. Weil ich könnte den auch nach drüben verfrachten, den Schlüssel. Das weiß ich nicht, wieso. Aber dann stecke ich ja fest. Ja, deswegen weiß ich nicht, wieso. Ich hol dich einfach hoch. Ja, her. Ja. Weil da oben sehe ich jetzt nicht mehr, was du was machen müsstest. Ich sehe dort nichts. Oder ist in den Schränken irgendwas? Kannst du noch mal gucken? Ich sehe hier nichts. Nee, ich sehe nichts. Wenn du da drüben, wo du ankommst, den Schlüssel abgibst, da kommt man da auch, da ist man doch auch so, ne? Wenn man einfach hinläuft. Oder? Bin ich denn? Ach, hier geht's raus. Komm hoch. Wir müssen nur erst hoch. Kommen wir beide rein? Nicht. Ja. Waren wir doch beim ersten Mal auch schon. Nee. Da waren ja noch nicht zwei drin. Nur in dem anderen Fahrstuhl. So, wir müssen dann rüber. Wir müssen dann rüber. Unten. Ich will erstmal gucken hier oben. Ja, hier oben kommt das dann an. Aber wozu? Ja, da komme ich ja nicht mit. Hä? Absoluter Schwumbug. Wohin? Hier, in den Fahrstuhl. Also. Geh mal da links Domain. Ist die Tür. Da. Ja. Mach auf. Na ja. Warum ist der Schlüssel blau und die Tür rot? Ich wurde weggedrückt. Achso, bin da. Ich drücke. Wir sehen aber irgendwie mehr aus wie die ersten Charakter, ne? Okay, wenn du da einen Unterschied machst. Ah. Das fällt mir gerade nur so auf. Okay. Da ist ein Zahnrad. Wow, ist. Wow. Ich sehe gar nichts. Wow. Okay. Der ist so groß, ich sehe gar nichts. Soll ich es aufnehmen? Hier ist nämlich ein Schloss. Gib mir mal das Zahnrad. So, mach du mal auf. Kannst du es mir direkt aus der Hand nehmen? Oh, hier ist die Uhr. Na, hier ist das, was zugeschlossen war. Nee, ich meine die Uhr oben. Die Kuckucksuhr ist dort oben gewesen. Alter, im dritten Teil. Ist das schwer? Ich hab halt nur ein ganz geringes Sichtfeld. Ja. Okay. Alles drin. Wir können drehen. Jetzt geht's. Ach, wirklich nur Linksklick. Mit F und W ging's auch. Weird. Noch ein Stück. Noch ein kleines Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Wahrscheinlich hören wir auf, wenn du es siehst. Ja, genau. Oh Gott. Blackfest. Ja. Hey. Ich muss dich runterlassen, oder? Kann das sein? Vielleicht auf den Knopf drücken oben? Nee, warte. Kannst du raus? Nee, drück mal auf den Knopf beim Ankerrad. Da oben ist ja so ein Bibus.
Na, was wir gerade gedreht haben. Das Ankerrad. Ja, wo ist hier ein Knopf? Na, oben drauf. Nee. Den nutzt man normalerweise, um das runterzulassen wieder. Das ist kein Knopf. Das ist bei Sea of Thieves ist das halt so. Das ist eine Fixierung. Das ist kein Knopf. Okay, bei Sea of Thieves ist das halt ein Knopf, um es zu lösen. Naja. Ach, hier hinten ist das Ding jetzt da. Guck mal hier hinten. Das ist offen. Wo denn? Was? Zu deiner Rechten. Ah, okay, interessant. Kann ich jetzt machen? Passiert was. Du bist aufgenommen. Ich verkaufe dich jetzt. Haha! Du hast einfach einen Knopf gedrückt. Nein, ich krieg jetzt 10 Milliarden Rupien. So viel bin ich wert? Was weiß ich? Rupien? Ja. Also, ich weiß gar nicht, ist das 300 Euro? Oh, schon wieder leckfest. Ja. Oh, die Tür geht zu. Tschüss. Bist jetzt hochgefangen, du bist so wie bei Rick and Morty jetzt festgehalten. Ja, ich bin jetzt Evil Mort. Die letzte Folge, ich muss mal noch reinschauen. Die vorletzte Folge fand ich jetzt nicht so cool, wo Beth sich selbst beglückt. Na, heute kam ja eine neue raus. Ja. Ah, nee. Nee, warte kurz. Müsste? Bis gleich. Warte mal. Ich habe, wo Beth sich selbst gefögelt hat, habe ich schon geschaut. Das habe ich noch nie geschaut. Ich kann mir das nie antun so lange. Night Family kam heute raus. Die habe ich noch nicht geschaut. Okay, ich habe irgendwas zum Anschauen. Ich muss erstmal laufen. Ich kann ja mal kurz Briefing geben. Ich habe Symbole in drei Reihen. Drei Kreisen. Innenkreis. Symbole in drei Kreisen? Ich habe Symbole auf drei Kreisen. Innenkreis, Mittelkreis, Außenkreis. Ja, ich hab's so. Ich hab's so. Ich sehe das. Ich sehe das Gras. Und ich habe Norden, Süden, Westen, Osten. Und ich kann dir erklären, auf welchen Kreis sie sind und in welcher Himmelsrichtung die Symbole. Genau, du hast einmal große. Ich habe hier. Ach da, steht halt Norden, Osten, Süden, Westen habe ich sogar. Ich habe im innersten Kreis Kreise, im mittleren Kreis Vierecke und ganz außen Pentagone. Interact, hier ist ein Buch. Pentagon? Page. Ich habe richtig komplizierte Symbole. Ich sehe die richtig komplizierten Symbole. 1, 2 und 3. Ich habe hier ein Buch. Ich glaube, muss die das ansagen, damit du das drehen kannst. Kann ich auch. Nein, du musst mir sagen, ob die richtig sind. Ich kann die drehen. Oh ja, nein. Du musst drehen. Mach mal erst. Ja, aber ich sehe die Symbole nicht. Du musst mir sagen, ob das richtig. Ich muss dir sagen, was das da stehen muss. Und du musst mir sagen, ob das richtig ist. Aber ich muss erstmal wissen, wie ich die Dinger drehe. Ich habe hier nämlich ein Projekt, der darauf scheint. Okay. Also ich habe zum Beispiel ein TV. Ich habe einen Dreizack. Ich sehe die Symbole. Ich habe einen Mannequin mit Basecap. Ich habe ein kleines Alien mit Fühlern. Ich habe eine Brezel. Warte. Ich hab U's, die sich spiegeln. Nee, ich muss erstmal was machen. Oh nein. Ihr wollt mich doch verarschen. Okay, das ist richtig. Okay, kompliziert für dich, ja? Bügeleisen. Bügeleisen habe ich auch. Aber... Hä? Ah, du musst mir sagen, auf welchen Kreisen die sind, oder? Also ich hab hier... drei Ringe, und zwar beim ersten ist so ein Männlein, wo rechts, ich sag mal, ein skurriles Haar ist und links ein Strich mit sie jeweils links und rechts von Norden aus gesehen. Norden ist das Männlein, was keine Beine hat, sich freut. Nordosten ist ein Haar, links, also Westost, nordwestlich ist dieser Strich mit jeweils C links und rechts dran. Das ist der erste Kreis. Ist das bei dir ganz außen, Mitte oder der Innenkreis? Also ich habe ein Männlein, was sich freut, ist Norden im Außenkreis. Allerdings die C, die sich spiegeln, die sind im Innenkreis. Na, ist da aber auch im Norden dann so ein Männlein, was sich freut? Ich habe ganz im Norden habe ich ein Männlein, was sich freut, im Außenkreis. Genau, und rechts, also Nordosten ist dann H. Ist neben dem Männlein rechts lang. Direkt so ein komisches Haar. Einfach so ein
angefangenes Tic-Tac-Toe-Feld, sag ich mal. Ohne X und Y, X und Kreisen. Na, das sind ja, das halt ein Kreis mit oben Strich, links Strich, rechts Strich. Im Nordosten. Das sieht nicht aus wie ein H. Ja, im Nordosten. Linksstrich, Rechtsstrich. Ja. Und im Nordwesten, was hast du dort? Neben dem Männern? Meinst du, auf dem Außenkreis habe ich Nordosten nischt? Auf dem Nordwest-Außenkreis habe ich ein TV. Mit der Antenne. Nein, ich will auf dem äußersten Kreis aktuell, ganz oben, hast du gesagt, ist das Männlein, was sich freut, ohne Beine? Jo. Was hast du dort im Nordwesten? Ein TV. TV. Wirklich ein TV oder so ein komisches Radio? Nee, das ist ein Viereck mit Strich und zwei Antennen. Ein Viereck mit einem Strich und zwei Antennen. Das habe ich nicht. Also im Viereck ist ein Strich, halt so TV-Programm, und oben steht halt die Antenne drauf, wie so ein alter TV. Hm. Aber ich sehe das Symbol, was du dort hast. Aber das darf. Ich habe hier drei Kreise, aber die sollen nicht so sein. Habe ich hier die Männlein? Ich habe auch ein Männlein mit Basecap. Ein Alien mit kleinen Fühlern. Hier, das Interkreis ist richtig. Ich habe auch ein Dick da mit zwei Haaren. Ich zeichne jetzt einfach mal, dass das hier richtig gemacht werden muss von mir. Komm zurück. Das ist nicht das Bügeleisen. Ach so, und die Symbole sind auch in den geometrischen Zeichen eingesetzt, die du vorhin beschrieben hast. Kreis, Viereck und ja. Pentagon. Ja, aber ich glaube, ja, das ist nicht relevant. Das ist ja einfach Außen, Mittel, Innenkreis. Ja. Okay, dann machen wir das mal so. Du sagst mir das an. Was hast du im Innenkreis im Norden? Nichts. Im Kreisen. Mit den Kreisen hast du nichts im Norden. Ich habe ein was im Nordwesten und ein was im Südosten. Nordwesten? Okay, im Nordwesten, was ist dort? Das ist so eine geschlängelte Linie mit einer Pusteblume dran. Gibt doch schon dieses komische geschlängelte Lotzkack. Naja. Und was hast du gesagt, was ist das andere? Das ist das U mit der Spiegelebene. Nee, welche Richtung ist das? Ach, das Nordwesten. Nordwesten ist die Schlange. Und in der anderen Richtung, wo ist das zweite Symbol? Southeast. Auf dem Osten, okay, warte. Und Südosten. Im Osten ist was? Südosten. Osten oder Südosten? Southeast habe ich gesagt, Südosten. Okay, was ist da? U mit Spiegelebene, zwei U's. Also dieses C mit Spiegel. Ja, U, C. Ich möchte schon gern in Leserichtung. Ja, ich habe halt die Spiegelebene betrachtet und da wird das U gespiegelt und nicht das C. Ja, die Spiegelebene kann aber waagerecht oder horizontal sein. Ach so. Also nee, senkrecht oder horizontal. So. Ja, egal, wir wissen, was gemeint ist. Und ich gehe von senkrecht aus und so, wie man liest halt im Kreis und wie im Kreis. So, das habe ich jetzt. Jetzt okay. Brauche ich den mittleren Kreis, sind vier Ecken. Was ist da an Symbolen da? Im Westen haben wir das Dick da mit zwei Haaren. Dick da mit zwei Haaren, warte, das muss ich drehen. Oder so ein Amogus. Among Us Männchen, was aus der Erde schaut, aus dem Vent. nee, ich habe hier so einen Huhn. Warte. Was? Ja, und dann hast du das noch ein Symbol da? Im Nordosten habe ich ein TIE Fighter, ein kleines Raumschiff. Na, ein Kreis mit drei Strichen oben rechts und links? Ja. Okay, gut, dann habe ich das jetzt. Und ganz außen? Und im. Nee, es kommt noch ein drittes Symbol in den Mittelkreis. Ja, okay, sag mal das an.
Im Süden haben wir ein kleines Alien mit einem Auge. Alien mit einem Auge? Ja. So ein kleines Cartoon-Alien. Ich hab, also, ich, wenn ich mich jetzt meinen Kopf quer drehe, ist das ein Männlein mit einem, also ist das eher so ein Halbkreis mit einem schwebenden Kopf und einem Speer in der Hand? Nö. Nein. Das ist im Prinzip ein U mit Trennstrichen an den jeweiligen Enden. In der Mitte ist ein Kreis und zwei Fühler dran. Achso, da sehe ich es gerade. Aber dann passt das da nicht. Da muss ich nochmal neu versuchen. Ah, hier habe ich schon noch vier. Also siehst du, was ich mit Alien meine? Ja. Der okay. Amogus, schaut der mit dem Kopf oder mit den Fühlern in den Kreis nach innen oder nach außen? Die Fühler zeigen nach innen zum Westen. Ja, in den Kreis rein. Zum Mittelpunkt. Zum Mittelpunkt, okay. Ja. Gut, dann habe ich das Richtige. Jetzt ist der Außenkreis. Der Außenkreis beginnt im Norden mit dem Männchen, was sich freut. Sieht aus wie ein Dreizack von der Ferne. Warte, das muss ich erstmal aussehen. Oh, habe ich dir nicht gestern von Depeche Mode erzählt? Ja. Depeche Mode hat auf seinem Instagram-Kanal ein Mikrofon mit Popschutz hochgeladen. Und? Oh, die teasern aber ganz schön. So. Das Ding? Jo, Nordwesten ist der TV. Ja. Hast du schon eingesetzt? Gut. Osten ist nee, das. Ich muss das nicht einsetzen. Ich habe hier Auswahl an Rädern, die ich dann richtig anpassen muss. Ja, weiter. Osten? Okay. Osten ist das Männchen mit Basecap. Nee, habe ich noch nie. Warte. Ah, fertig. Die Brezel musstest du gar nicht einsetzen. Okay. Now? Ich hab hier ein komisches Buch mit einer. Du Dover Chester, nimmst mir das Buch mit dem komischen Symbol? Ich fick dich in den Arsch. Hat das schon wieder Chester bei dir? Der Chester hat mir ein Buch geklaut. So, ich hab hier eine Lampe. Ich weiß aber nicht, was ich mit der Lampe machen soll. Gewichte? Ist eine Tür? Ist noch so ein Buch? Hier ist eine eiserne Jungfrau. Ich hab. Eine Guillotine? Oh! Jetzt kann ich hier ein Rad drehen. Turn light. Turn right, turn left. Release. Ich hab kein Loch nach unten, warte mal, bevor du los musst. Oh, ich hab hier was. Oh, ich kann hier Figuren auswählen. Ein Zahnrad, Kreis, Viereck und Pentagon. Ich habe jetzt ein Schiffsrad und habe im Prinzip ähnlichen Aufbau wie vorhin. Und zwar, wenn ich nach links drehe, drehe ich die Scheiben und dementsprechend die Symbole, die mir angezeigt werden. Ich habe allerdings jetzt im Mittelkreis, im Innenkreis und im Außenkreis eine Lampe, die jeweils leuchtet. Und ich muss wahrscheinlich die Symbole so anlegen, wie du sie hast. Und du kannst halt deaktivieren, damit sich das dann nicht mitdreht, würde ich sagen. Okay. Also, schalt einfach mal irgendwas aus oder so. Ich habe hier nur so eine Scheibe. Mhm. Erinnerst du dich noch an dieses Rätsel mit dem Wasser, Feuer und dem Blitz und der Pflanze? Ja. Die waren ja auf dem Boden in so einem Kreis angeordnet mit jeweils so einen Linien verbunden. Ja. So ist es bei mir auch angerichtet und oben ist ein Viereck, rechts ist ein Pentagon, links ein Kreis und unten ein Zahnrad. Und ich habe einen Pfeil in der Mitte, den kann ich jeweils zu einem dieser Symbole drehen.
Ja, da dreh mal zum Kreis. Okay. Aha. Ah ja, okay. Wenn du zum Kreis drehst, drehe ich nur den Kreis. Wenn du zum Viereck drehst, drehe ich nur den Viereckkreis, Pentagonkreis. Und wenn du Sandra drehst, drehe ich alle drei Kreise gleichzeitig. Okay. Nee, dann drehe ich die Symbole. Genau. Okay. Ach, wenn du. Ach, dann kann ich die Kreise drehen, sozusagen die Position der Löcher. Und wenn du auf Zahnrad stellst, kann ich die Symbole selbst. Ja, aber jetzt weiß ich nicht, welche Symbole ich anrichten soll. Wahrscheinlich genauso die, die du mir vorhin angesagt hast. Ja, die weiß ich doch aber nicht mehr. Ich sehe sie noch vor mir. Achso. Ja, aber dann musst du, dann muss ich ja aber die Kreise nicht verdrehen. Weiß nicht. Dreh mal bitte wieder auf Zahnrad. Ja. What? Hä? Was? Was ist? TV? Manekiken? Wenn ich das Manekiken jetzt hier rüben setze? TV, lachendes Männchen, Brezel. So, jetzt habe ich alles wieder so angerichtet, wie es war. Aber es bringt mir doch nichts. Also jetzt sieht das genauso aus, wie ich es vorher hatte. Aber Auch die anderen Kreise? ich habe jetzt die Position und die Symbole alle genauso. In allen drei Kreisen. In allen drei Kreisen. Also im Norden ist im innersten Kreis ein Bügeleisen. Was, ein Im Bügeleisen? mit ja, ein Bügeleisen ist im Norden. Im innersten Kreis. Es ist doch nicht so, wie es war. Hä? Im innersten Kreis hattest du mir nur angesagt, im Nordwesten diese Schnörkellinie mit der Blume dran Ja. und im Südosten diese gespiegelten Cs. Ja. Genau, und da ist bei mir im Norden dann ein Bügeleisen. Weil die anderen Symbole hast du ja nicht gesehen. Vielleicht muss ich die jetzt einstellen. Du musst es wahrscheinlich so einstellen, wie es bei mir angezeigt wird. Na, dann sag mir mal an die Position der Symbole, wie ich sie einstellen muss. Also du brauchst Also für ein den. Symbol im Norden sozusagen. Dann stell mal bitte den, stell mal bitte auf Kreis. Weiter, weiter, weiter. So, ja. Dann bitte ich den Ring drehen kann. So, jetzt stelle ich den auf Norden und dann habe ich auch im Symbol im Süden. Was ich einstellen muss sozusagen. Bügeleisen und, Im Süden ist dann eine so Toilette ein. mit, die dumpf, die duftet. Nee, ist keine Toilette, das ist so ein Männlein, was so ein Speer in der Hand hat, auf der linken Hand. Oder Alles beziehungsweise, klar. Sehr wenn. viel Fantasie. Okay. Ja, ich sehe. Okay, Okay. ja, dann schalt mal bitte auf Viereck. So, da ist im Norden der Amogus mit einem Auge anstelle einem Strich und die Fühler zeigen nach innen, also in die Mitte. Und im Südwesten genauso. Südwesten genauso. Und Südosten ist der TIE Fighter. Der TIE Fighter, ja, den du meintest. Okay, dann mal bitte auf Pentagon. Ja? Wo muss ich es da ausrichten? Im Norden ist der Dreizack. Ja. Nordwesten der TV. Im Osten ist dieser Männlein mit dem Cap dran. Im Südosten ist ein TV. Mehr Infos? Ah, okay. Brauchst du mehr? Warte mal, bitte. Das heißt, du hast die Brezel nicht. Die Brezen, also ich habe hier so ein.
so ein U mit Schnörkelien, sage ich mal, oben rechts im Nordosten und im Südwesten, ich weiß nicht, wie ich das Ding beschreiben soll. Brezel. Innere einer Tomate. Ist es nicht. Brezel. Nee, aus wie eine Brezel. Na, wenn, dann eine Brezel mit Stiel obendran. Ja, aber... Ja, die Symbole habe ich auch alle, aber was soll ich denn jetzt hier einstellen? Ich weiß nicht, wonach ich einstellen soll, weil ich kann das nicht so einstellen, dass ich die Symbole habe, die du angesagt hast. Also ich kann die Ringe verschieben, sodass ich die Löcher verschiebe. Und da kann ich die Symbole insgesamt verschieben. Also alle drei gleichzeitig. Aber nach was soll ich denn sortieren? Nach was soll ich denn drehen? Ich habe das jetzt so gedreht, wie du es mir angesagt hast, aber es passiert nichts. Aber bloß den äußeren Kreis kann ich halt nicht anordnen, sodass ich die beiden im Norden und Nordwesten habe und im Südosten. Das geht nicht. Ich habe ja Nordwesten habe ich ein Symbol und Südosten, das wäre gegenüber. Und ich habe keine Löcher gegenüber. Wo ein Symbol durchgucken kann. Hast du keine dedizierten Symbole und... Wie dedizierten? Also ich hab die, genau die nicht vom vorherigen Rätsel sind, irgendwie. Die du mir ansagen kannst. Nee. Oder hast du irgendwie eine neue Tabelle, die sich geöffnet hat? Also entweder habe ich einen Bug und kann das Buch nicht mehr nutzen, aber das will ich gerade heraussuchen. Ansonsten habe ich nichts mehr. Ich habe hier unten bloß nur noch so ein Gefängnisloch, wo ich nicht rein kann. Ich habe irgendeine Lampe erhalten, aber ich sehe nicht, wo ich die reinstecken soll. Du hast eine Lampe erhalten. Ich meine, derzeit hast du ja auf... Was hast du derzeit eingestellt? Jo, du hast gerade Zahnrad eingestellt. Ah, ich kann die da vorne einsetzen. Okay. Ich sehe jetzt leuchtende Symbole. Und das Nordding hat sich geändert. Okay. Okay. Also. Fangen wir Innenkreis an. Im Innenkreis leuchten im Osten und im Westen zwei Symbole. Okay, dann stell mal bitte auf Kreis. Warte. Damit ich da erstmal Osten und Westen auswählen kann. Okay. Osten ist bei mir interessanterweise oben. Norden ist nach links ausgerichtet. Ich weiß nicht, ob das vielleicht dir hilft. Ja, ich stell jetzt einfach mal nach Osten und Westen ein und nicht nach Richtung, wie es bei dir ausgerichtet ist, würde ich sagen. Gut, dann machen wir Mittelkreis. Also Viereck. Habe ich dir gesagt, was im Osten und im Westen ist? Nee, das machen wir danach. Das verschieben wir insgesamt. Okay. Ich würde jetzt erstmal die Löcher machen. So, bitte Viereck. Mittelkreis Viereck, ist Viereck. Im... Ja, da ist im Nordwesten ein Loch, im Osten ein Loch und im Süden. Okay. Also auf Viereck stellen für dich. Jo, bitte. Ja. So, Süden, Osten und Nordwesten. Okay, dann jetzt bitte auf Pentagon stellen. Im Pentagon hast du eins im Norden, ja. Nordosten, Südosten und im Westen. Okay, dann bitte auf Zahnrad stellen. So, und jetzt, Was soll ich dir ansagen? Nö, ich habe einfach Try and Error gemacht. Ah, ich, ich bin einfach durchgegangen. Irgendwann muss ja richtig sein, wenn es ein Kreis ist. ich mag solche Rätsel nicht. Ich mag solche Rätsel nicht, wo... Ich habe eine riesen Arena unter mir. Eine Arena? Okay, ich fahre gerade noch. Ja. Ich muss immer wieder in den Käfig zurückgehen, damit ich weiterfahren kann. Wir haben im Prinzip Vault-Türen für mich geöffnet. Mit den Rätseln. Okay. Ich höre komische Geräusche. Ich bin in der Arena. Ich sehe dich nicht. Ich habe die Fackel gerade angemacht. Ah, ich... Ja. Warte, wo bleib stehen. Wo bist du denn? Warte, bleib stehen. Dreh dich um. Und nach oben schauen.
Hi. Hi, kann ich hier Emote machen, T, ne? Ja, T war das. Beide winken. Ja, scheiße, jetzt bin ich hier unten. Ich hasse sowas. Jetzt weiß ich, jetzt würdest du mich immer eigentlich im Unten halten, mit Absicht. Ich kann hier nichts machen anscheinend. Ah, ich bin nicht mehr Ja, unten. doch. Was? Ja, du kannst hier auf eine der Enten hochgehen. Ah, okay, du bist. Also direkt vor dir ist dort ein Rüstungssymbol. Ja, das sehe ich alles. Ich habe eine Kugel aufgehoben. Ich glaube, du musst die irgendwo hinbringen. Ich weiß nicht wo. Also wenn du 4 Felder geradeaus und nach links gehst, kriegst du ein Schild, nehme ich mal an. Ich weiß nicht, zeigt dir die Kugel irgendwas an? Ach nee, ich seh's. Warte, warte, warte. Nein, 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 nein. Geh nochmal auf das. Oh. Oh. Ich habe hier Symbole, die musst du ablaufen. Und du hast nur eine Möglichkeit, auf den Feldern rumzulaufen. Ja. Bring dich mal um. Du kommst sonst Wieso? nicht hin. Gar Du kommst nicht. dort nicht hin, du kreuzst dir, ja, du kreuzst dir deinen Weg. Warum bewege ich mich Das so? Geräusch. Ey, unfair, ich bewege mich übel langsam. Mann, kann ich die Kugel nicht irgendwie wegstecken? Warum habe ich die Kugel genommen? Ist das unfair? Kannst du die wirklich nicht wegstecken? Nee, ich kann weder QE noch Dingsbumsen. Droppen. Rüstung. So, what? So, dann musst du zu einer Schlinge, die ist geradeaus, aber warte, warte, warte. Danach zum Haken. Dann zur eisernen Frau und dann zur Guillotine. Okay. Geh mal bitte 5 Felder vor. So, dann dreh dich mal zu mir. Genau. Ein Feld gerade und dann zweimal, also dann nach rechts drehen und dann 2 gerade. Noch weiter. Genau. So, dann wieder zu mir drehen. Wenn du dann einmal gerade läufst, dann nach links drehen. 1, 2, 3, 4. Und dann nochmal nach links drehen. Dann 3 Felder vor. Wie jetzt ist Links. zu. Was? Ja, nach sozusagen, ja, dahin und da 3 Felder vor. Dann wieder nach links drehen. Ein Feld vor, genau. Rechts drehen, ein Feld vor. Jetzt läufst du Richtung Ecke und dann einfach nach unten. Ist ja nicht allzu schwer. Und fertig. Das hätte ich auch alleine hinbekommen, jetzt nur die Reihenfolge gesagt. Ja, ich weiß gar nicht, ob du so einfach die Felder siehst, wo du Ja, langläufst. sehe ich. Ich habe jetzt hier zwei Wege, nach unten und nach oben. Ach, nach oben. Nach unten geht's wahrscheinlich, wenn ich verkacke. Was ist denn das hier für ein Prinzip? Also ich kann dir die Symbole mal ansagen. Das ist Schlinge, Guillotine, eiserne Frau, Hammer Hammer, und wieder eine Schlinge. Schwert. Und du hast keine Schlinge vor dir als erstes. Fängst du dort wirklich an dort? Ich komme hier nicht drauf. Muss ich vielleicht Ach, wirklich ich habe hier erstmal einen runter? Hebel. Ich habe hier einen Hebel. Ha. Warte. Ja. Du musst aber auf irgendwie auf die Schlinge kommen. Nee, ich sehe keine Symbole mehr. Schlinge. Ach, du musst auf die Symbole drauf. Was für Symbole? Du musst auf die Symbole drauf, nach der Reihenfolge, wie sie dir gesagt hatte. Und nach jedem Symbol muss ich einmal den Hebel ziehen und dann werden alle, die nicht richtig sind, einmal weggeklappt. Und zwar je nach Reihenfolge. Wie gesagt, als erstes muss er sozusagen auf die Rüstung gehen. Danach musst du auf die, also sobald die Rüstung einmal weggeklappt worden ist oder durchgeklappt ist, auf den Morgenstern. Danach auf die Sichel. Dann auf den Streitkolben und dann auf die Guillotine. Okay?
Wenn du es im Kopf hast, okay. Okay, dann merke ich mir mal schnell. Also auf die Rüstung als erstes. Wo ist die denn? Links. Links, 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 links. Nein, du gehst weg! Da, ja! Da oben ist die Uhr. Du hast da einen gewissen Zeitpegel. So, dort bleibst du erstmal stehen, bis die Uhr weg ist. Ach, das ist wie, wie Memory hier, wie bei Fall Guys. Bisschen. Ja. So, wie danach ist ein Morgenstern. Wo steht denn? Der Morgenstern. Links, links, links drehen. Links davon das Ding, ja. Ist ja recht human. Na, vielleicht wird die Zeit immer knapper, keine Ahnung. Ich bewege mich auch nicht langsam. Du musst dann nämlich einmal komplett quer rüber, da ist die Sichel. Deswegen haben sie mich als Cheater bezeichnet, weil ich am Anfang stehe. Die drauf setzt wird die Sichel genau da einfach geradeaus. Guck mal, wie viel Zeit ich habe. Was kommt danach? So. Der Streitkoppen, der ist sozusagen von deiner Aussicht, wenn du auf den Morgenstern schaust, das linke Feld daneben. Neben der Rüstung sozusagen. Ja, zwischen Rüstung und Morgenstern sozusagen. Und dann ganz außen am Rand. Hier. Genau. Und dann darfst du zur Guillotine laufen, die ist dann am Anfang. Ja, sehe ich. Ja. Ah, da haben wir so viel Zeit jetzt. Ich dachte, es geht schneller. Na, ist doch gut. Haben wir da alles. Da gibt es wahrscheinlich noch ein drittes Rätsel. Ja. Du hast ja immer noch die Kugel und ich sehe dort keinen Protest zum Abgeben. Ja. Conniving Rat. Okay, was heißt Conniving? Ich kenne das Wort nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich google mal. So, was habe ich denn hier vor mir? Schon wieder vier Felder, fünf Dinger. Schon wieder diese komische Arena. Aber ich habe nichts, kein Hebel. Hinterhältig. Achso. Ich habe hier keinen Hebel und nichts. Also ich kann dir nur fünf Symbole wieder ansagen. Oh, du hast Wände. Wir müssen überlegen, wie du jetzt laufen musst. Wait. Ich habe aber keine Zeit. Ja, ich sehe aber auch nicht alle Symbole. Ich habe hier vor mir die Guillotine. Ja, die sehe ich auch. Du hast da ganz hinten auch so die eiserne Frau und dann die Sichel. Jetzt muss ich erraten, was hinter dem IMX was ist, was sich ein bisschen versteckt. Warte, nicht laufen, bitte. Ja, wenn du es nicht siehst, muss ich es mir anschauen. Ja, warte. Nee, du kannst. Jetzt fängt das Spiel an. Das heißt also, sobald du zurückläufst und die Felder werden geändert. Ich weiß, dann fangen wir halt nochmal neu an, aber wenn du es nicht siehst. Nein, die werden ja. Das ist die werden so geändert. Okay, so. Ja, die Positionen werden geändert. Das war beim ersten auch schon. Ach so. Deswegen bleib stehen. Ich guck mir das Ding an, weil ich kann das erraten. Also. Das wird wahrscheinlich die Schlinge sein. Das heißt also, dann irgendwo hinter den anderen beiden ist Dreizack. Jetzt muss ich nur überlegen, wie du am besten hinkommst, ohne dass du wieder runterfällst dann. Erst ist Guillotine, dann zum eisernen Frau, die ist dort, dann zur Schlinge und dann irgendwie zum Dreizack und dann musst du zurückkommen zum... Was ist denn das Behindertes? Oh! Jetzt soll kein Doppelfeld gehen. Jetzt muss ich mal zurückgehen, warte, ich gehe mal den Weg zurück. Du musst da oben hin. Da oben ist das Teil, das heißt also dort lang. Dann zur Schlinge. Das ist am besten dort lang. Dann hier zur eisernen Frau. Okay. Ein bitte nach vorne. Und dann nach rechts drehen. Das bis zur Wand rennen. Dann einmal nach links, genau. Und dann läufst du bitte die Wand. Also hier die Wand entlang. Bis du sozusagen hinter dieser anderen Wand bist. Und dann sozusagen direkt hinter der Wand ist die eiserne Frau, wo du drauf musst. So. Hier läufst jetzt zwei Grade und dann
nach links auf die Schlinge. So, jetzt kommt nämlich das Witzige. Du musst dann nach links und genau an der Mauer entlang einmal drumherum an die andere Außenwand und dann ist irgendwo der Dreizack. No, und jetzt läufst du ganz, ganz entlang dem äußeren Spielrand entlang bis zum Dolch. Das hast du beim ersten Spiel genauso gesagt. Wie viele haben wir denn noch? Jetzt genau das gleiche. Und ich habe anscheinend 3 Leben. Okay, warte. Warte. Dann merkst du erstmal. Sichel, Dolch, Helm, Streithelm. Sichel, Dolch, Helm, Streithelm. Okay. Also. Als erstes auf die Sichel. Die ist einmal komplett quer. Hä? Was ist passiert? Bin einfach durchgefallen. Ah, da oben ist die Uhr. Wir haben nie auf die Uhr geschaut. Wie? Die Uhr läuft schon einfach so. Und? Naja, wenn die ganz oben ist, werden die Dinger umgedreht. Oh. Okay, jetzt muss ich mir die neue Position hier merken. Dolch, Rüstung, Hammer, Schwert, Sichel. Dolch, Rüstung, Hammer, Schwert, Sichel. Aber die dreht sich gerade nicht. Also als erstes musst du auf den Dolch. Der ist hier unter mir. Direkt hier, also quer rechts durch dort am Rand. Ja. Kann ich an den Dingern was machen? Schön, dass sie einfach das Rätsel so grundsätzlich verändern und nicht erklären. Ach, hier unten sehe ich die Dinger, die du gehen sollst. Okay. Hä, aber das macht doch gar keinen Sinn. Die sind doch nie direkt bei dir dran. Geh mal auf die Rüstung. Sag mir, wenn du dann Bescheid bist, wenn du am Eingang bist. Ich glaube, ich kann die Dinger auswechseln, muss die aber anklicken. Was ich bei dem anderen nie machen musste. Musst es so anklicken, dass du rüber kannst. Okay. Was hast du als erstes? Du hast nicht Schlinge. Hallo? Ich möchte die da ändern. Nee, darf ich nicht. Du darfst das nie ändern. Hä? Wieso habe ich hier unten eine Leiste? Geh mal auf den Sichel. Nee, auf die Rüstung. Ach, du darfst nicht auf die Symbole, die da unten sind. Ah, wahrscheinlich das so gemeint. Okay. Also, du darfst nicht auf die Rüstung, geh auf die Sichel. Auf die Schlinge, genau. Ja, das geht. Du musst zum Helm. Du darfst nicht auf Guillotine, Eiserne Jungfrau oder auf die Rüstung treten. Zum Helm, genau. So ist das gemeint, dass er behindert. Macht's. Schlinge, Sichel, Hammer, Helm. So, jetzt musst du zur Schlinge, darfst nicht auf Dreizack, Hammer oder Guillotine treten.
Boah, ey, es wäre schön, wenn die das ein bisschen mehr erklären würden oder ein X dorthin setzen würden, aber das machen sie ja nicht. Ja, das meine ich. Danach kommt die Sichel. Bei der Sichel darfst du nicht auf das Schild, auf die Guillotine und auf den Dreizack. Und nie einfach gerade laufen. Hast du kürzere Zeit. Auf den Morgenstern darfst du hier treten. Achso. Ja, guck mal, Zeit hast du. Ja. Danach kommt der Hammer. Der Hammer ist sozusagen quer rüber. Ich nehme an, die werden auf jeden Fall die Axt, den Schild dort reinbauen. Und im schlimmsten Fall auch noch den Dreizack. Okay, du darfst ihn ja auf Axt, Streitkolben oder Dreizack. Das heißt also, einmal kommt komplett drumherum. Die drei Felder sind dort verlegt. Das heißt, du musst auf die Rüstung da hoch und dann auf die Schlinge und dann auf den Hammer. Wie ich mir dachte, dass sie den Weg komplett absperren dort. Ja, und dann haben wir das Vorletzte. Und jetzt kommt das Letzte dann gleich. So, so. Dann darfst du bestimmt nicht auf Guillotine und also eine Frau wieder treten und dann ist die Frage, was sie dann wollen. Die Axt. Bist ja langweilig. Du kannst auf den Streit kommen, auf den Schild und dann zur Sichel und dann zum Helm. Einfach links lang an der Wand. Ich muss zum Helm wieder. Ja. Das war's. Ja. Oh, du gibst die Kugel ab. Oh ja. Nie wieder. Ist das so Lass schlimm? Mich Let me out! Das ganze Gewarte halt. Raus! Leg die Kugel weg! Huch! Raus hier! Und schon wieder ein bisschen eine neue Map geladen worden. Ich habe hier einen sehr roten Raum. Tja. Oh, da ist schon wieder das Viech. Hallo? Hi, ich bin hier! Hinter dir! Hast du das Viech nicht gesehen, was hier lang getendert ist? Nee. Da saß sie auf der Balustrade und ist hier runtergetingelt. Nee, hab ich nie gesehen. Ich bin ja rechts raus. Ich stand erstmal hier. Ich glaube, wir müssen beide da runter. Ich weiß nie. Gibt's hier noch einen anderen Weg? Hier ist zu, ja. Und bei dir hinten? Da kamst du bloß her, ne? Ja. Warte, ich will mal den Raum hell machen. Geht das? Kannst du hier irgendwas anzünden? So strange. Ich komme jetzt runter. Das Abfluss ist kaputt. Wo bist du? Bist du schon weiter? Hast du was gesehen hier? Ja. Irgendwas? Rechts oder links? Was? Ich links, du rechts? Oh, hier ist ein Loch. Ich kann hier nur runter. Du wahrscheinlich auch, ne? Kommst nie wieder zurück. Das ist ein Labyrinth, ey. Nein! Geladen. Basti, wo sind wir hier? Keine Ahnung. Schön komische Musik. Ja, auf jeden Fall sah pilzig aus. Nee, ich habe nie so viele Pilze. Ich habe hier hauptsächlich Steine. Und Spinnenweben. Aber ich höre so eine komische Musik. Ja. Du auch? Mhm. Die wird immer lauter, je weiter ich gehe. Oh, okay, rote Fackeln.
Uncool. Gruselig. Uncool. Krähenkopf. Und Krähenkopf. Und Dritter, die das Ding halten. Warst du neben mir? Ja. Ich dachte, du bist den anderen Rollen entlang gegangen. Von Dead End. Okay. Oh, da ist er ja. Das ist das Viech. Ne, das, der Chester ist das. Ach so, sieht so komisch aus. Dies. Ja, da war ja die Puppe, da ist wieder die Holzpuppe. Was ist das am Arm? Was? Doch. Chester hat mir übrigens... I would have cleaned, but these bonds cannot be broken. Only my king can set me free. Du bist eine Puppe, Junge. Penance! He calls this penance! I say he's proving a point. Ist doch nicht der Chester. Ist doch nicht der Chester. Do you hear? Ist ein Untertan des Chesters. Er hat mir übrigens das Buch geklaut. Ah. All you see, my king is. And my king sees all he is. Wir sind also im König. Ja, Bowser's Inside Story. Aber er sieht uns nicht, okay? Nee, er sieht alles in sich. Ja, auch uns sieht er nicht. Hat er gerade gesagt. And jetzt, he does not see you. So, unlike myself, so practical. Now, in you go. Bist du auch reingesaugt worden? In so eine Kiste, ja. Okay. Ich hab hier so komische Zahlenrätsel vor mir. Und eine Eins hinter mir, ich kann nicht runter. Dito. Ich glaube, ich muss das Portal 1 rein. Ich bin in 5 rein. Ja, wir kommen an dem Portal nur raus. Ah, da hinten bist du. Hier ist so ein Ich mach mal meine Fackel an, jetzt siehst du mich. Warte, ich seh dich nie. Du bist wahrscheinlich gegenüber. Ja. Da, hey. Ich hab hier eine 2 und hier ein Herz da. Ich kann am Herzen Hebel ziehen. Ah, jetzt kann ich hier hoch. Ah, und ich muss gerade mal gucken, wo mussten du hin? Wir müssen nach oben, oder? Ja, wir müssen nach oben irgendwie. Ja, dann mach wieder... Und du siehst bei mir den Weg nach oben. Ah, ne, ich kann auch hier lang. Ich kann Herz so oder so machen. 9. Jetzt kann ich hier auch das aktivieren. Warte. Geh nochmal bitte zu 6 zurück. Genau. Wenn du das da drehst, drehst du nämlich bei mir auch den Weg. Ja, aber hier kann ich jetzt nicht mehr zurück. Doch, du kannst in die 2 rein. Ja, ich kann jetzt in die 2 rein, genau. Und da kannst du da hoch. Ja, da kann ich hier hoch. Aber warte, nicht, dass das Herz dir hilft und ich muss das nochmal zurückstellen. Probier mal einfach mal aus. Dass man einen groben Übersicht. Okay, hier oben ist der Weg zu. Hier ist der Weg zu. Ich kann ja auch in die 6 rein. Mal sehen, wie ich da hinkomme. Zum Herz. Ich habe hier keine weiteren Möglichkeiten jetzt mehr erstmal. Ah, du musst das Herz zurückstellen. Warte mal, ich gehe mal wieder zurück und stelle das Herz zurück. Mhm. Mach das mal bitte. So. So. Dann gehst du einfach den Weg, den ich dir offenbart habe. Und ich gehe den Herzweg hoch. Okay. Was ich nicht kann. Jetzt bei diesem Mittelding? Warte, ich muss erstmal das hier umstellen wieder. So. Kommst du nicht mehr zurück, aber ich komme weiter. Kein Problem. Ich denke mal, das ist ziemlich straightforward, so sieht das aus. Warte, ich komme hier weiter. Okay. Ich komme jetzt in die 3 rein. Ja. In der 3 komme ich hier oben raus. Hier hinten, ganz hinten, außen. Siehst du mich? Wo ist die 3? Ich bin... Ach, da oben. Jo, sehe ich. Ich sehe dich gar nicht. Ich bin hier unten.
Ach, da, bei der 8, okay, da. Guck, ich kann hier unten lang und da geht's Dead End. Ich glaube, du musst mir das nochmal so umstellen. Wenn ich das kann? Das Peak-Teil. Also hier Kreuz. Ah ja. Nicht Peak, Kreuz. Jo. Muss ja ganz weit zurück. Okay. Drei Warte. Runter und dann hoch. Nee, ja, genau. Hier, jetzt kann ich noch weiter hoch. Jetzt kann ich hier oben das Karo-Teil verschieben. Na, warte mal kurz, ich drehe es wieder zurück und gehe erstmal nach oben. Mal gucken, was ich da oben alles habe. Okay, die Wegen werden halt bloß immer länger. Das ist das Problem. Hm. Okay, jetzt Karo-Teil, ja, probier mal. Ich muss das sogar machen, damit ich weiterkomme. Hier oben habe ich jetzt das Kreuzding. Ah ja, doch mal Karo zurück. Ah ne, geht ja nicht. Nee, ansonsten komme ich hier nie weg. Kannst du irgendwo lang, wenn ich Kreuz umstelle? Ich glaube, du musst runter. Ja genau, geh runter. Dann stelle ich Kreuz einmal um, warte. Kannst du auf dem Kreuz draufstehen, während ich das drehe? Warte. Geh mal wieder da auf die Kreuzbrücke drauf. Einfach nur drauf. Bleib stehen. Ah ne, ich kann das nicht drehen, solange du drauf bist. Nee, das ist auch das X da. Wo geht's hier nochmal hin? Das ist die 6. Grün und Herz, nee, das ist Müll. Grün und Herz ist Mist. Warte. Hier ist Karo, Grün, aber Karo. Ja, oder ich drehe hier nochmal zweimal. Ich muss dann nicht irgendwo da. Du machst Kreuz an. Einmal. Ja, warte. Gehst du. Ja? Gehst du. Geh zurück, okay. Und machst Karo an. Ja. Okay, dann lass mich erstmal kurz gucken, was hier oben ist und dann gucken, ob das was nützt. Ja, da kommst du bei der 7 raus, dann bist du in der Mitte. Ja, dann habe ich hier Dead End und dann habe ich dort hier auch blau. Ach, dort müsstest du Pick rauskommen irgendwo. Ja, hab also ich irgendwo muss hier ich eine dich... Möglichkeit Pick zugelangen? Ja, genau, du musst mich zu Pick lotsen. Ja, aber ich kann ja nicht mehr umstellen. Bedeutet, du stellst für dich nochmal um, dass du Kreuz ändern kannst. Ja, kann ich. Mach. Wo führt das mich hier hin? Zu 6. Nee, 9 ist das. Ja, da bist du beim Pick. Blau. Ja. Okay. Das bringt. Aber du musst mich irgendwo zum Pick-Teil umbringen. Also die Dinger sind markiert. Wo bist an du den denn Rändern, gerade? Siehst du? Hier. Direkt gegenüber. Ich muss zum Pick-Teil kommen. Das siehst du, am Rand ist das Ding markiert. Wie die Zahlen. Dort muss ich hin. Dorthin musst du mich führen. Zu dem Pick-Teil, damit ich das umstellen kann für dich dann. Ich muss auch so ein Pick-Teil zum Umstellen haben. Die sind genauso am Rand von der Plattform markiert wie die Zahlen. Da musst du bei mir auch irgendwo... Hier muss bei mir ja hier so ein Karo sein. Hier unter mir. Direkt unter mir. Ist ein Karo, oder? Ja. Ein orangenes Karo. Genau, das sind die Stellen, wo wir die Dinger umstellen können. Ja. Du musst mich zu einem blauen Pick führen. Das ist unter dir. Damit ich für dich... Ja, dahin muss ich irgendwie kommen. Du musst mich dahin führen. Ach, und dann komme ich hier zum Ende. Dann kannst du weit wegkommen, genau, weil ich dann für dich das umstellen kann, sodass du hoch kannst. Ja, verstehe. Es ist direkt unter dir. Ja, und wie komme ich hin am besten?
Ja. Ich kann es ja umstellen. Genau. Grün muss ich wahrscheinlich auch umstellen, weil ansonsten komme ich nicht weiter zurück. Kann ich irgendwo gelb umstellen? Nö, hast keins. Gar nicht. Du hast gar kein Orange umstellen. Kann nur ich. Ja, dann kannst du von dort aus nicht dorthin, wenn nur du das umstellen kannst. Musik ist witzig. Okay, jo. Aber hast du mal eine Möglichkeit, grün umzudrehen? Hast du eine Möglichkeit, grün umzustellen? Wo willst du denn damit hin? Zurück? Geht ja nicht. Also nie. Ja, ich muss ja mit 3. Die muss runter. Ich muss runter. Also wenn du grün umstellst, läuft das Ding runter und ich kann runter. Ja, und dann. Also ich soll jetzt. Ja, stimmt, ich kann grün und dann kann ich blau einstellen. Jo. So, wo ist grün? Ja, da drüben. Ja. Müsstest du erstmal grün umstellen. Ja, warte, das mache ich mal schnell. Hab ich. Okay. Jo, Muss zu 6. Ja. Dann führe mich mal zum Grün. I suppose. Aber da komme ich doch gar nicht zu Pick, wenn du zu 9 musst. Also ich muss einmal grün für dich umstellen, das ist Fakt. Bedeutet, du musst dort das? Sein. Musst ja. Du das für mich einmal umstellen? Okay. Ja, weil wenn du dann auf dieser Plattform bist, wo du von 3 zu grün hinkommst, kann ich dann blau umstellen und du bist sofort bei blau und kannst für mich dann blau umstellen. You know? Okay. Aber dann musst du dann auch noch zurückkommen. Achso, du bist noch da oben, warte. Muss nochmal umstellen. Soll ich runter? Jo. Ja. Und dann? So, warte, bleib stehen. Ich dreh das um, dann kannst du nämlich zurück. Wo zurück? So, nee, ich muss gelb umdrehen, warte. Ja, kannst jetzt du runter zu 8? Und jetzt? Ja, dann kannst du zu 6, wenn ich nochmal das grüne umdrehe, warte. Ich glaube aber, wir gehen gerade den Weg zurück, ne? Ja. So, dann kannst du in die 6 rein. Und dann, wenn du aus der 6 raus bist, kannst du nämlich direkt dann das Ding immer wieder zurückdrehen. Okay. Warte, ich gehe jetzt rüber. So. Einmal grün betätigen, bitte. Wo bist du denn? So, jetzt nochmal. Ja. Hä? So. Okay. Genau, jetzt bist du dort. Und du kannst auch zurück. Dann kommst du nämlich in die 8 rein. Ja. Eis hält mir gelb. Nee. Nee, gelb ist richtig. Ja. Die grüne ist dir im Weg. Ach so, stimmt. Dreh ich wieder zurück, klar. Du bist ja jetzt auf der Plattform. Ja, du kommst ja nicht zur 8. Du kommst ja aber nicht zur 8. Ach so. Wenn du grün betätigst. Weil du kommst ja von der 6 zur 8. Hä? Du müsstest von der 7 runterkommen, wenn du grün betätigst. Aber wie kommst du in die 7? Wenn du Pick auslösen würdest, könntest du zu 7. Du musst zu blau. Also wieder zu blau zurück. Blau, genau, einmal blau betätigen. Dann kannst du nämlich komplett zurück. Dann warte, aber du musst mich erstmal wieder zurückbringen. Ansonsten schaffen wir das nämlich nicht. Machen wir grün. Danke. So. Nochmal grün. Oder? Genau, jetzt kannst du nämlich erstmal zurück.
oder? Nee. Nochmal zurück, du musst nochmal grün betätigen. Oh. Lauf zurück, komplett. Achso, du bist dort im Weg. Ah, warte. Kein Problem. Hatte ich kurz vergessen. Ja, dass du da grün brauchst. Mach ich schnell. Das ist ja, so. Ja klar, das konntest du ja umstellen. Und bist du da unten, warte. Kannst du auf die Zwischenplattform? Nee, ja, ne? Erstmal musst du gelb umstellen. Warte, nee, ich muss erst grün, dann gelb umstellen, damit ich dann nochmal zurück kann. Okay. Ja, damit du da hoch kannst. Ja, weil genau. Grün versperrt dir ja den Weg. So. Bist du da oben? Ja. Gut, dann wechsle ich das hier wieder. Mache ich hier wieder grün hoch. Und dann setzt du da einmal Pick um. Blau umstellen. Dann zurück. Müssen dich nämlich komplett zurückführen. Nein! Pick so lassen! Umdrehen! Du musst zurücklaufen! Oh, warte. Du musst dort stehen bleiben. Und zwar kannst du jetzt quer hoch. Bist du auf dazwischen? Gut, dann gehe ich die Orange. Dann müsstest du komplett hochkommen. Bis nach 7 und dann kannst du von der 7 komplett quer. Links einmal durchlaufen. Cool. Das wollen wir. Jetzt ist die Frage, wie ich hier wegkomme. Ist irgendwo eine Möglichkeit dann. Könntest du mir nochmal Yellow aktivieren? Gelb brauchst du nochmal, ja. Nochmal? Ist nur eine Sackgasse. Ist eine Sackgasse. Ja, warte, ist die hier? Ja, ist eine Sackgasse. Ja, stimmt. Wie schaffe ich das umzustellen? Warte, du kannst doch da oben bleiben, oder? Ja. Aber ich kann dir nicht mehr grün aktivieren. Aber ich weiß auch nicht, wie ich zu Pick kommen könnte. Hab ich wirklich keine Option, Pick umzustellen? Oder kannst. Meinst du jetzt blau? Ja. Na, direkt unter dir. Ist ein Hebel, wo ich das umstellen kann. Ja. Komm ich denn da hin? Da kommst du. Da kommst du hin, wenn du die 2 gehst. Wenn du 2 gehst. 1. Wenn du wieder zurückgehst, wie kommst du denn da hin? Ach, Scheiße, Mann, Alter. Puh, du. Geh mal zurück. Also für dich ist der Weg klar, wie du wegkommst. Das weiß ich auf jeden Fall. Ja klar, aber wir müssen ja simultan irgendwie weitergehen. Weiß ich nicht. So, ich glaube, du müsstest. Ich muss dir erstmal gelb wegstellen. Ja. Da. Ja, wie kommst du dort runter? Du kommst dorthin, aber das ist im Prinzip dann nach Hause weg. Also musst du von dort kommen. Also musst du in die 1, die 2, dann musst du drüber, gelb, Portal, grün. Ja, also erstmal hier runter. Wie kommst du da runter? Du kommst da runter, indem du in die 3 gehst, gelb runter gehst. 2, gelb, grün. Gelb kann ich irgendwie, kann ich nicht einstellen, ne? Nee, gelb kannst du nicht, nur ich kann gelb.
Okay, dann passt das so, dann lass das so. Dann führe mich nur zurück zu grün. Nee, dann geh zurück. Ja, genau, dort bleiben. Ja. Das wird wieder witzig. Komplizierte Rätsel, Jung, Jung. Also bist du wahrscheinlich der Erste, der bei Blau ist und nicht ich. So. Dann geh mal zurück. Mach gelb. Zurück, zurück. Dann mache ich grün. Du gehst runter. Dann mache ich grün. Jetzt haben wir einmal blau aktiviert. Jetzt kannst du da drauf. Ja. So, das ist dann ein weiter Weg. Ja, hier ist Ende. Ja, aber du kannst ja dann in die 4 reingehen. Und wenn ich dann blau umstelle, bist du dann oben. So, willst du dich das an? Eine 4 Pinne? Ja, und dann stelle ich blau um und du kannst einfach geradeaus weitergehen. Bis zum Ende. Aber wie komme ich jetzt wieder hoch, ist die Frage. Ja, ohne dass ich mir den Weg hier verbaue. Wozu brauchen wir eigentlich Rot? Du hast auch einen Rotschalter bei 2. Den Rotschalter? Ja, wenn du mal 3 okay. gehst. In die Portal rein. Zurück, zurück. Hoch, die grüne. Wenn du 3 reingehst. Gelb runter. Die 2 brauchst du. 2 reingehen. Warte, die 2 brauchen wir. Gehen wir die 2 rein? Ja, ich will schon. Und da ist der rote, da ist der rote Schalter. Pass auf. Kannst du damit irgendwas anfangen? Wenn du hier runter gehst. Ja, warte, wenn du hier runter gehst, kommst du zu 5, aber die 5 gehst du mal bitte nie rein. Du gehst mal da hoch. Und pass auf, wenn ich jetzt das nochmal mache, ist die Quere, die du jetzt vor dir hast, geht von 6 hoch in dieses Bereich, wo das Grüne sich dreht. Ja. Also das muss ich so einmal drehen, weil du kommst ja von 5 raus. Also müssen wir Rot mit benutzen, oder was? Nee, ich muss das nur einmal betätigen, weil du aus 5 rauskommst. Ah. 5 ist der Ursprungsanfang. Ach so, das ist irrelevant. Ja, weil wenn ich das nochmal umstellen würde, das macht ja keinen Sinn. Ja, aber wir haben dich hier zu Blau geführt, so. Aber wie komme ich dann wieder zurück? Wie kannst du dann Gelb und Grün aktivieren? Ohne dass ich dann nochmal grün aktivieren muss. Oder aktivierst du dann einmal grün für dich? Aber ne, ich hab ja im Prinzip grün dann für dich aktiviert, oder? Ja. Wenn du nochmal grün drückst, dann kannst du theoretisch. Da kommst du in die 1 und. Aber zu 8. Bist im Prinzip wieder beim Ursprung. Ich muss dich halt nur noch einmal grün. Also wenn du einmal grün drückst und ich irgendwo zu grün komme, kannst du einmal durchlaufen und ich kann dann blau. Nee, dein Grün ist da ganz oben, Ben. Ganz oben. Das ist nur eine Sache, wie gesagt, wenn du einmal grün drücken würdest. Ja. Und ich käme zur grünen Möglichkeit. Weil du kannst jetzt durch die 6 raus, hoch in die 8. Dort kommst du aber nirgendwo hin, Ben. Hier komme ich her. Ja, da kommst du nirgendwo hin. Du musst also wieder zurück. Lass die 2-2 sein. So. Jetzt drücke ich einmal grün. Genau. So, und jetzt komm ich weiter im Prinzip. Sagst du? So, und du kommst auch zum Blauen. Gerade. Kommst du easy zum Blauen? Genau. Und ich müsste jetzt irgendwo eine Option noch haben für dich, um Blau zu grün zu wechseln. Ja. Die Frage, wo? Da ganz oben ist er. Wie komme ich da ganz oben hin? Naja, ich müsste im Prinzip für dich Blau wechseln. Nee, grün. Komm ich denn hier von der 4 her? Ja, das ist dann dein Endweg. Da oben ist auch nochmal grün. Noch einmal grün. Ah. Aber da müsste ich. Aber da. Warte, wieso wechselst du denn einfach in die Blau?
Mensch, wieso machst du das mir so kompliziert? Wenn ich da oben nochmal grün habe. Ah, ja. Ja, ja, okay, sorry, hab ich. Boah, das Rätsel ist so kompliziert. So, wo steckst du gerade? Ich steck gerade hier, ich geh mal weiter hoch. Genau, warte, ich muss dir einmal umstellen. Einmal in die Mitte. Jetzt kannst du, glaube ich, quer hoch. Oder? Hier? Nee. Wo denn? Ja doch, einmal quer hoch durch die 7. Ah. Genau. Wenn du bei der 7 bist, ich muss da einmal kurz blau tätigen, weil du sonst nicht rauskommst. Okay. Haben wir es jetzt. So, warte nochmal. Fertig. Du kommst jetzt auch? Na, ja, komm hier weg. Hier. Ah, zack. Endlich. So. Du hast das also kompliziert gemacht, Junge. I'm sorry. Du bist schuld. Warte, ich muss dir helfen. Zu großer Schlüssel für dich. Sorry. This takes two. Hast du das Achievement gesehen? Naja, ja. Das Achievement halt, this takes two. Fand ich witzig. Wie viel Ohren hast du denn? Okay. 23, 12. Das hat ja meine Mutter hier bestellt. Stefan Plast, was ist das? Ach, Müller. So, ich habe hier Portale bei mir und ich habe hier ein. Hast du in der Mitte eine Ziehharmonika? Also hier eine Quetschkommode? Nee. Die hab ich irgendwo oben. Nee, du hast bei dir ein Domino. Ich hab Dominosteine. Ah, ich seh dich da oben. Hey. Und das Quetschkommodenportal ist direkt vor dir. Neben mir. Genau, das rechts. Ist neben mir hier. Jo. Siehst du bei mir irgendwelche Portale? Ich geh einfach mal ins. Ja, ich sehe. Warte, nein. Ja, du hast, wenn du jetzt zu deiner Rechten schaust, das sind Spielkarten. Und warte, bleib mal stehen. Da ist Spielkarten, aber bleib nicht drehen. Warte, umdrehen. Das Portal nicht verwenden, sondern da ist ein Schuh. Da ist ein grüner Schuh. Hab ich bei mir irgendwas Sinnvolles? Geh mal in die Quetschkommode rein. Welches? Nein. Das hier. Nein. Nein, das nächste. Weil wir können ja in der Mitte das Ding drehen. Ach so. Wo denn? Hier, hast einen Hebel. Und dann? Ah! Ach, ich muss das Quetschkommoden-Symbol zum bei mir in die Quetschkommode ranbringen. Ich muss mir sagen, wenn das stimmt. Noch eins? Jo. Passt. So, jetzt da rein, ja, genau. Okay, und was ist denn das dort für ein Hebel, der dort separat steht? Hinter dir. Hinter dir. Da, ja, ah, genau. Das ist Schlüssel. Ah, guck mal. Ah, ein Spielfeld für dich. Okay. Du musst bei dir das drehen und zwar zweimal. In die andere Richtung. So. Okay, jetzt so dreimal. Nochmal und nochmal. Ja. Und nochmal. Jetzt kannst du durch den Schuh laufen. Wo ist der Schuh? Genau, hinter dir. Hier? Ja. Ah, ich sehe schon. Okay. Wo bist du? Hä? Beim Schuh. Hier wackelt alles. Hier ist aber nochmal Spielplattform angetaucht. Du bist nicht in der Mitte. Ich bin beim Schuh. Du bist nicht bei diesem. Ich bin in den Schuh reingegangen und bin beim Schuh. Du bist da oben. Nee, ich habe den Schuh da reingelegt, so wie das Feld da in der Mitte ist, da mit den vielen Symbolen dort, mit den vier Formen ja, dort. Ja, ich bin beim Schuh rausgekommen. Und jetzt habe ich den Schlüssel aktiviert und neue Spielfelder sind aufgetaucht. Jetzt muss okay, ich das nur so drehen, dass ich dann mit der Trompete rauskomme anscheinend. Wo bist du denn gerade? Hier. Da unten. Mach mal deine Fackel an. Jo, dann sehe ich dich mehr glänzen. Okay. Nee,
Du hast derzeit... Wie muss ich das drehen? Nee, das musst du nicht drehen. Kann ich irgendwas drehen, dass sich was verbindet? Ja, kannst du. Und zwar, wenn du genau in dem Weg nochmal zweimal drückst. Bei dir konnte man halt gar keins verbinden, das Ding. So, und jetzt hier rein? Ja. Genau. Jetzt kann ich nichts aktivieren. Ah, hi. Sehe ich jetzt dort. Ah, ja. Du kannst das... Nee, du hast dort keine Möglichkeit zu drehen. Okay. Wir haben auf jeden Fall die Spielkarten noch nicht bedient. Warte, dreh mal das Ding dreimal im Uhrzeigersinn. Ach, wait, wir kommen von den Spielkarten. Wir können für den Schuh wieder benutzen. Ich kann... Also, dreimal im Uhrzeigersinn. Ich kann auch wieder zurück zum Schuh, sehe ich gerade. Da kann ich dort die Spielkarten verbinden. Das Schuhtor ist doch zu, oder? Wenn ich richtig sehe. Wir können es ja wieder verbinden, oder nicht? Ah, nee, das war von Anfang an zu. Ach so. Ich habe jetzt mal die Laute einfach zur Laute gerichtet, weil das Lautentor ist jetzt mal zur Laute gerichtet, aber das hat funktioniert nicht. Nee, die Symbole müssen übereinstimmen. Okay, dann geh nochmal einfach rüber. Also nochmal zweimal drehen, bitte. Die Symbole müssen übereinstimmen und dann, wenn das Portal, was man reingeht, kommt man in den Raum. Okay. Also nicht in... Dann kannst du in den Spielkartenraum. Wenn die Spielkarten, das ist da links da, wo das der Arm hinzeigt. Geh mal dort rein. Dort, wo der Dreharm hinzeigt. Da ist ein offenes Portal, da sind Spielkarten drauf. Nein, die Spielkarten... Das Ding haben wir noch nie. Die Spielkarten sind hier beim Schaukelpferd. Beim Spielzeugpferd. Deswegen sagte ich doch, wir müssen da irgendwie mit Schuh rein, aber gibt's keinen Schuh mehr? Nein, der Schuh ist jetzt dort wie wieder beim Schuh, wo er am Anfang war. So wie wir es eingestellt hatten. Das steht jetzt alles so, wie es vorher war. Also hier ist das Schuhsymbol. Oder ist abgeschlossen. Okay, weird. Ich glaube, ich muss irgendwo hin. Ja. Ich stehe schon die ganze Zeit nur in der Mitte rum. Ja. Kann ich vielleicht leer mit leer verbinden? Dort ist gerade die Laute. Und die Laute kann man nirgendwo andrehen, weil die... Doch, die kann ich bei dir verbinden, du hast auch eine Laute. Wenn du die Laute einmal drehst, also wenn du dein Feld einmal nach rechts drehst. Ja. Ist genau sozusagen zu mir gerichtet unten die Laute. Dann dreh mal zweimal. Das ist nie offen, ne? Ich kann hier aber rein. Jetzt bist du bei der Laute. Genau, passt. Und zwar drehst du mit dem Uhrzeigersinn. Mhm. Habe ich einen Schlüssel? Nee, oder? Ich sehe hier keinen. Nee. Mit dem Uhrzeigersinn? Zweimal. Eins. Zwei. Die Frage, wo du rauskommst. Ach nee. So, wo soll ich lang? Da ist zu. Ach so, ich hab grad. Oh. Ja, du hast bei dir Schuhe, Spielkarten und Laute. Hab ich irgendwas dran, was dem ähnlich ist? Schuhe, Spielkarten und Laute. Ich hab Spielkarten. Du hast Spielkarten, ja. Ach so, ich hab. Ja, bei dir ist Hut, den habe ich gerade verbunden, bringt nichts zu. Horn und Spielkarten. Also einmal noch im Kreis bei dir. Einmal im Uhrzeigersinn. Dann sind die Spielkarten zu dir gerichtet, oder? Ja. Gut, dann musst du nämlich Spielkarten nämlich bei dir jetzt auch nochmal so drehen, weil das ist das einzige offene Feld. Das ist da, wo der Arm hinzeigt. Das sind die Spielkarten. Nochmal. Und dann kannst du durch das Portal. Ja, dann komme ich bei den Spielkarten und da habe ich einen Schlüssel. Heißt mich ein bisschen doof, dass du dein eigenes nicht siehst. Oh,
Target. Oh Gott! Wir müssen zur Laute dorthin, wenn ich richtig sehe. Du meinst dort durch dieses Portal dort hinten, dieses lila, rote. Ja, Laute. Laute ist. Und Harfe. Irgendwie. Also einer muss über Laute und einer muss über Harfe kommen. Also eigentlich zur Trompete, dieses Hologramm von der Trompete. Und einmal zur Hologramm von der Leier. Nee, von der Harfe, von der Mini-Harfe. Das sind die einzigen Optionen. Oh Gott, oh Gott, oder? Oh Gott. Nee, ist gar nicht die einzige Option. Aber was ist der Dolch? Der Dolch zeigt ja nirgendwo hin. Okay, das Einzige, was du betreten kannst, ist derzeit das Horn. Und das Horn das Horn kann ich bedienen, wenn ich zum Hut komme. Kannst du den Hut bei mir verbinden? Welchen Hut? Den Chesterhut? Ja. Ist der auf meinem? Der Chesterhut ist gerade Richtung mir gedreht. Also das, ja, dann dreh einmal gegen den Uhrzeigersinn. So, jetzt bin ich hier beim Hut. Siehst du das auch? Oh, es ist gruselig. Was ist denn hier gerade? Wow! Mach mal das Ding da wieder hin. Wir müssen damit arbeiten. Das brauchen wir nicht, das war komplett unnütz. Okay. Das hatte keine Anwendungsfelder. Ich will mal kurz wissen, ich bin hier immer noch bei der Leier. Bei der Laute. Ah, da hinten. Okay. So, jetzt bin ich hier und was ist hier nochmal drauf gewesen? Du hast dort eine Trompete, die das Horn. Spielkarten. Das Horn, genau. Das Horn muss du zu dir gedreht Horn. Werden. Du hast kein Horn. Du hast das blaue Horn. Was? Das blaue Horn war doch hier drauf. Naja, du hast eine Trompete. Eine blaue Trompete. Das ist ein Horn. Meinst du, das ist ein Horn? Ich sag das von Peter, so sieht's einfach aus, auch wenn das kein Hebel okay. hat. Ja, okay, blau, egal. Wie weit? Zweimal bitte gegen den Uhrzeigersinn. Das ist jetzt im Uhrzeigersinn. Warum wird das sofort gedrückt, wenn ich... Hä? Weird. Warte nochmal. So. Genau, jetzt kannst du rein. Ich kann ja durch einfach. Mhm. So, jetzt spiel bei der Trompete. Ja. Dort hast du... Ich such dich gerade, wo... Ach, da bist du. Da, Hut. Ja. Und jetzt drehst du zweimal im Uhrzeigersinn? Ich hab ja keine... Wenig Schlüssel. Das passt schon also. Und jetzt gehst du hinter dir rein. Warte, ich muss nur kurz meine Maus abtrocknen. Hierhin. Ja. Hi, Laute. Gibt es hier ein Portalsymbol mal so als Frage? Ja, bei den Spielkarten ist das Portalsymbol. Ja, ja. Hab ich hier? Bei der Harfe? Ja, du hast ein Portalsymbol, ja. Okay, dann muss ich das so drehen dann später, dass man da durchkommt. Nee, wir müssen... Du bleibst dort und du musst mich jetzt du hast das Portalsymbol bei dir. Das heißt, wenn wir jetzt Spielkarten mit deinem Portalsymbol verbinden, haben wir beide ein Portalsymbol, wenn ich bei Spielkarten bin. Das heißt, du kannst dort rein. Kannst du durchgehen. Und ich? Wo sind bei mir die Spielkarten? Wo kann ich hin? Du hast keine Spielkarten. Nein, ich meine das Spielkartenfeld. Achso, du kannst einfach... Da ist ja das Portal. Das ist schon fest. Das ist schon fest. Und zwar, die Spielkarten ist von dir sozusagen die... Nicht bei der Tür, die du sozusagen, wo der Arm hinzeigt, da musst du nochmal eins, zwei sozusagen im Uhrzeigersinn laufen. Hier? Nein. Im Uhrzeigersinn vom Arm. Arm, eins, hier. Ja, da ist... Da einfach rein. Spielkarten. Ja, da bist du bei Spielkarten. Okay, dann dreh mal bitte...
zweimal Uhrzeigersinn? Du musst zweimal gegen Uhrzeigersinn. Zweimal gegen. Das ist ja interessant, dass die Spielkarten direkt ausgerichtet waren. So, und jetzt rein ins Portal. So, und jetzt können wir die Schlüssel drehen. Muss ihn gleichzeitig drehen. Interessant. Die sieht aus wie Enderportal. Das war echt so. Ein cooles Rätsel, fand ich. Ja. Das war echt cool. Ist das jetzt genauso? Och, okay. Wo bist denn du? Ich bin hier bei der Sonne. Sonne. Ach, da oben, du bist genau über mir. Well, well. Du hast eine Dame. Wow. Oh, ich seh die Symbole jetzt, die sind schräg angeordnet. Ja, die sind schräg angeordnet. Wir sind im Würfel. Ja, ja. Aber die Dame habe ich hier nirgendwo. Ja, die Dame, da bist du. Du bist auf der Dame. Ja, aber das Symbol hier. Kann ich das Ei bei mir ausrichten, dass es an einem Ei ist? Ja, kann ich. Ach nee, wenn ich in die Dame reingehe, komme ich. Ach, da kommt bei Dame wieder raus, logischerweise. Und wenn ich hier reingehe. Nee, logischerweise. Nee, weil die nicht verbunden ist. Deswegen kommst du wieder zurück in deinem eigenen Feld. Ach so. Ich muss erstmal weiter. Jo, weil jetzt. Hier Ei. Ja, genau, Ei. Jetzt bin ich auf Ei. Ja. Was kann ich hier verbinden? Na, Dame. Können wir jetzt verbinden. Aber ne, macht keinen Sinn. Wir können keine Dame verbinden, oder? Wo bist denn du? Doch. Da bist du. Doch, du hast Dame bei dir und ich hab Dame bei mir. Ich kann mit Dame verbinden. Machen wir einfach mal Dame. Jo. So, da eine Dame. Und fertig. Du hast keine anderen Symbole. Ja. Kannst du durch das Portal durch? Jetzt bin ich invertiert. Hä, die ganze Welt ist invertiert. Kannst du da auch reingehen? Nee, ich hab da komplettes zu. Ich sehe die Musik dich aber ist invertiert nicht. Und der Raum ist. Also die Farben sind invertiert. Voll weird. Lol. Ich kann jetzt hier einstellen. Was kann ich denn jetzt hier einstellen? Ich kann gar nicht einstellen. Kann ich was drehen? Warte, ich dreh mal was. Passiert was bei dir? Ja. Noch einmal? Okay. So, jetzt kann ich Maske in Maske kann ich jetzt gehen. Jetzt bin ich bei der Maske. Aber immer noch im invertierten Bereich, hä? Okay, Mond geht nicht. Ja, ja. Ich kann in den... Muss ich was drehen? Am besten ich dreh mal was. Und du guckst, was passiert. Hm. Ah, die Maske dreht sich, genau. Bleib mal so. Jetzt kann ich zu einem Zepter. Ha, wir sind im invertierten Bereich. Bist du denn bei der Maske, ne? Bist du jetzt auch drin? Bei der Traumaske. Ich bin hier beim Zepter. Hier. Ja. Hier. In dem Zepter ich und kann dir, ich kann dir den Mund wieder frei machen. Ja, du machst den Mund mal zu mir. Sitzen habe ich hier noch einen Schlüssel? Ja, geh mal in den Schlüssel, Mund. Kann ich einen Schlüssel setzen? Ja. Aber die Frage ist, der Schlüssel, was bringt das? Geh mal erstmal in den Mund. Der Schlüssel ist dann ein Ausweg. Der führt dann zum Portal. Ich kann das gar nicht drehen. Also musst du zum Mond, ja. Okay. Ich muss zum Mond. Jetzt hast du dort Sonne. Und ich habe ja auch Sonne. Genau. Und die Sonne ist... Wo ist denn... Da, ah, okay. Muss ich hier noch mal drehen. Rein mit dir. Ich hier bei der Sonne. Wo ist denn die Sonne? Im normalen Raum. Achso, genau. Das kann ich wieder zum Ei drehen. Aber ich drehe mal bei mir. Mal gucken, was bei dir passiert. Okay. Bringt mir Something relativ... happens? Ja, ja, aber der Mondbereich hat sich gedreht mit der Sonne. Aber der bringt dir nichts. Bringt mir nichts.
Warte, dann gehe ich durch das Ei, dann bin ich beim Ei und dann drehe ich mal hier wieder. Mhm. Ich weiß bloß nie, was ich bei dir da drehe. Ja, nochmal. Noch zweimal. Muss es genauso kacke gewesen sein. So. Okay, passt. Ich gehe durch. Da bin ich wieder. Oder? Wo bist du? Ach, du bist gegenüber bei mir. Du bist bei dem hier Apfel. Beim Königsapfel. Und ich bin genau über dir beim Ei. Ich könnte jetzt zur Laute. Nee, zum Schlüssel ja. Könnte ich jetzt. Hä? Zum Schlüssel? Nee, du hast hier nur so ein komisches Lautensymbol. Genau, nee. Und da ist jetzt Laute. Nee, Schlüssel. Nee. Auf dem Portal-Ding ist Laute drauf. Ach so, ja, ich bin doof. Ich bin jetzt wieder im invertierten Bereich. Und ich kann... Ah, Portal müssen wir jetzt verbinden. Also musst du jetzt wieder zurück. Okay. Ich kann hier aber nicht drehen. Ich kann was drehen. Mach. Oh, du drehst meinen Raum. Okay. Ich habe hier einen Portalraum. Ich könnte rein. Portal ja, rein, geh rein, geh rein, geh rein. Aber das Portalraum muss ich mit dem Schlüssel verbinden. Der Schlüssel muss gedreht werden. Jawohl, ich kann. Ich kann hier nichts mehr drehen. Und ich kann auch nicht wieder zurück, weil wenn ich... Warte, ich geh mal weiter. Ich hab oh nee, warte mal. Dreh mal wieder zurück, dreh mal wieder zurück. Ich bin doof. Ich muss zurück. Nacht. Ich bin beim Schlüsselsymbol. Dreh mal wieder zurück. Ich muss, glaube ich, zur Maske, oder? Bin beim Schlüsselsymbol. Bin jetzt irgendwo anders. Du bist jetzt beim Schlüsselsymbol. Also, ist doch praktisch. Dreh das mal. Was dreht sich bei dir? Oh ja. Jo, das ist gut. Und jetzt kannst du auch wieder zurück? Und meinen Raum wieder zurückdrehen? Kannst du? Ich kann hier nur zum Ei. Ja, dreh. Beim Ei? Dreh mir das! Ei, okay. Ich dreh das Ei. Warte. Okay, passt. Passt, passt, passt. Okay. Also ich kann direkt zum Portal. Und du auch? Dito. Okay, dann laufen wir. Perfekt. Wo ist jetzt der Schlüssel? Hier ist einer, okay. Und los. Hey. Interessantes Rätsel, ey. Wer bin ich denn hier? Warte, ich mache eine Fackel an. Du sitzt hier? Aber was ist denn hier? Hä? Was denn? Wo willst du denn hin? Ich komme einfach genau auf der gegenüberliegenden Seite raus. Setz dich da mal hin. Nee. Streike. Okay. Kann ich keine Emotes mehr machen. Doch, kann ich. Ah, du bist runter. Dahin! Warte, warte. Ja, ja, ja! Jetzt können wir richtig spielen. So, warte. Warte, nee, ich muss crouchen. Wir müssen beide crouchen. Wie kann man das nochmal? Gameplay? Toggle so, crouch. So. Okay. So. Fuck ins Gesicht. Ja. So, und jetzt auf T. 3, 2, 1, go. Also Stein. Ich hab mal gar nicht gesehen. Schere, glaube ich. Ich glaub Schere. Ja. Okay. Ha, gewonnen. Toll. Schade, dass es dafür kein Achievement gibt. Wow. The Tragic Tale of King Bartholomäus. Von wem? Bartholomäus. Achso. After losing his heirs, my king was a broken... Heirs? Ich dachte Heirs. Heirs. Persuaded my king to pursue immortality. We would use alchemy and rule together forever.
together forever and ever apart. Time was our bitter foe. And as my king lay dying, a treacherous demon caught his ear. Hab offering immortality via contract. Sind ein großer? Na. Kleingedruckte lesen, ganz wichtig. Siehst du? Ja. Prison. Oh nein, wo ist er? Ja, der will jetzt die Unterschrift raus schneiden, oder? Das nicht langsam bist vom du denn? Ende des letzten Teils? Ja, das ist er. Deswegen hatte sie gesagt, sie hat sich bewegt am Anfang. Zum Ende. Stimmt. Und die hatte auch einen blauen Stein. Blau, nicht rot? Ja, der wurde blau. Oh. Der Stadt. What is mine? Shall pay for your sacrilege. How dare you come back here? Damn you, vermin. Escape Royal. Na Boy, wie geht's dir? Na, wir sind zu zweit hinkommen. Ach, geht weiter. Ja, wo müssen wir denn lang? Wir hatten bisher noch keine Fehler gehabt. Was? Keine Fehler bisher. Doch. Das Ding mit dieser Kugel und diesen komischen Feldern. Ja, ich meine Spielfehler. Bugs. Ach so. Ist ja klar, dass du in einem Rätselspiel nicht alles auf Anhieb verstehst. Wäre auch doof. Du, wir müssen Heizkosten sparen. Noch. Nochmal wird dir die Fackel aus. Das ist so ein Infinite-Ding. Ich muss nichts bezahlen. Ist der pauschal abgeschlossen? Wer Fackel trägt, duscht mit Putin. Hm? So heißt es ja. Oh, gerade Leckfest. Neue Map wird geladen. Es war nur einmal kurz bei mir. Das Schloss. Ganz schön hoher Turm am Ende. Ja, kennen wir? Das ist wahrscheinlich das Schloss, was wir im dritten Teil gespielt haben. Das Ding. Nee. Eine Eule. Bin ich auf einmal fast. Jetzt können wir springen. So leid. Na, das konnte man vorher nicht. Oh. Okay, hier gehe ich nicht rein. Mache ich ja, nie. Warte mal kurz. Leid. Fehlen zwei Köpfe. Leid. Oh ja. Du das. Hier ist ein. Das ist niemals so ein hier Musikspiel Box. Montar. Nee. Gehst du als erstes rein? Ich. Ja. Oh, hier kann ich mit der Eule interagieren. Show me you understand our pain and sorrow. Basti? Wo bist du denn? Ich bin mit der Eule interagiert.
Und dann? Wurde einmal gedreht in der Wand. Ah. Wenn du einmal reingehst, guck sofort nach rechts. In das Tür. Hier rechts. Nein, Junge, links, umdrehen! Hier, wenn... Ich habe hier die Eule genutzt, die dort war. Ah. Ich habe den Kopf aufgenommen. Die große Eule hat gesprochen gehabt. Warte, kann ich dir den Kopf geben? Wie denn? Ich habe den Kopf aufgenommen. Ja. Bruce, the High Alchemist, Chief Scientist of Realm. He studied arcane, ancient and mysterious. He oversaw the experiment in the Alchemist's Spire. He dismissed the Jester as a fool, but secretly fear his supreme intelligence. Brutus, a prisoner. Warte, ich hab hier ein Buch, wo mehrere Personen drin sind. Ich kann hier Köpfe aufnehmen. Jetzt hab ich kein Licht. Ich hab kein Licht. Ich kann aber Köpfe wechseln. Who are the ones that betrayed me? Who led us rock barrels astray? Kannst du mit dem Informationen was anfangen? Bin? Ich muss überlegen, weil hier sind Bücher. Who are the ones that betrayed me? Hättest du die ganze Zeit etwa nur den einen scheiß Ding drücken oder wie oder was? Ja. Hör auf, die ganze Zeit diese scheiß Ansage auszuführen, ja? Du, das passiert ganz automatisch, dafür kann ich nicht. Ich hab fucking viele Bücher. Hast du irgendwas anderes noch außer dem Knopf? Nö. Kommst du nicht wieder zurück? Nein, ich komme nicht wieder zurück. Ich muss hier irgendeinen Kopf einsetzen und zwar zu der Aussage. Ja, dann mach das. Wer hat betrogen? Und Rock Barians irgendwas. Who are the ones that betrayed me? Astray heißt Furcht, in Furcht jagen, oder? Furcht einjagen. Ich lese dir einfach alles vor und du sagst mir, welchen Kopf ich auswählen soll. Mhm. Muss ich aber erstmal hier Licht anmachen. Oh, na toll. Ich hätte erst aus Affekten Chester-Kopf eingefügt. So, Buch 1. So höre man mir zu. So, doch nur eins Buch? Okay. Buch 1. Bartholomäus, the King, Keeper of Castle Rock and Monarch of the Realm. His decrees affect all that live in Rockbury, for better or for worse. Due to his turbulent past, his worst fear is losing his power or his legacy. The consequences of his decisions left him a changed man. Als nächstes, Lenora, the Queen. Ich kann dir wirklich keine Köpfe geben? Kannst du auch nichts über die Löcher aufnehmen? Nee. Also, ich frage, wenn ich hier jetzt den Kopf hier hinstelle auf diesen Ding, kannst du das Ding aufnehmen? No. Komm mal hierher. Hier ist ein Kopf. Kannst du das da aufnehmen? Nee, oder? Klar. No. Gut. Dann lese ich dir Lenora vor. Lenora. Leonora. She was once a regal visage. Visage? A regal visage. Gemeines Volk. Okay. As beautiful as the stars. She knew about her husband in... Was? Infidelities? Infidelities, but tolerated them dutiful. She had to endure the death of two sons and a daughter. The grief from losing her children caused her to turn mute and catatonic? Mm-hmm.
Jan, the Crown Prince. Katatonisch zurückgezogen. A noble prince that would have made a great king. He died in battle before he could fulfill his destiny. He enjoyed sitting on the throne and pretend to be a king, even as a child. All mourned his death, but none more so than the king and queen. Emilia, the princess, eldest daughter of King Bartholomeus, lost her husband Valdemar in battle, for which he blames the king. Her grief has her disappear into the woods for days. Her clothes are covered in mud and grim when she returns. Rudolf, the court jester. Der heißt Rudolf, okay. Advisor of the king, a schemer and a trickster. Some say he is a fool. Other claim his intelligence known no equal. His ambition earned him the trust of the king. They are inseparable. What secret does he whisper in our lord's ear? Catherine, the princess. Youngest daughter of King Bartholomeus. She has been unruly since childhood. Defiant and sociable. Always displaying behavior unbecoming for a princess. She was sent to the monastery to learn the virtues and modesty and decency. Sie. Das war Buch 1. Okay. Buch 2. Fängt wieder mit Ambrosius an, was ich vorhin am Anfang gesagt habe, aber das ist jetzt erst Buch 2. Das geht schnell. Ambrosius, der High Alchemist. The chief scientist of the realm, he studied the arcane and ancient and mysterious. He oversaw the experiments in the alchemist's spire. He dismissed the jester as a fool, but secretly fears his supreme intelligence. Then Brutus, the prison warden. The ruthless and grisly warrior, he knows no mercy. Once a great warrior in the king's army, until battle claimed his shield arm. He keeps all the keys of castle work. He spends his days in the depths of the keep, torturing prisoners for unsolicited confessions. Okay. Christian the King Guards. Yeah, the King's Guard. The fearlessly loyal guardian to the king. Never speaks, but the king always lends an ear to his advice. No one knows what he looks like underneath his armor except the king. Protect him even at night when the king sleeps. Godwert? Der Abbot. Was auch immer der Abbot ist. The crown authority on his faith and religious rituals. He is obsessed with the heavens and what lies beyond them. Praying and chanting. Devoutly seeking truth and power alike. He took in Princess Catherine and as his ward to try and teach her about chastity. Das war Buch 2. Hast du schon irgendwelche Informationen rausbekommen? Was? Er hat mir irgendwie nichts Sinnvolles gesagt. Bin. Was? Mit deiner englischen allen Ehren? Aber, was? Das ist halt viel zu viel Information und viel zu viel Worldbuilding, für das ich einfach keinen Bock habe, mich damit auseinanderzusetzen. You know what I mean? He trusts me more than guards or wife and made me chancellor for life. I gave the king cursed stone and knife. Hä? Ich hab dir den Chesterkopf rübergegeben. Ja. Und den Kingkopf, kannst du mir den auch übergeben? Gib dir die King und die Queen. Nee, nur King. Wieso? Du brauchst doch King und Queen, oder? Auf dem Ding. King. Bartholomeus, wie sieht er denn aus? So sieht er aus.
Wo ist Bartholomäus? Wird das Bartholomäus sein? Ich finde es bei diesen Rätseln ein bisschen schwierig, dass einer vorlesen muss. Keine Ahnung, ich kann es. Ich finde es schwierig, dass ich nicht verstehe, was die wollen. Nee, es gibt halt das Rätsel. Korrekt. So. His Royal Majesty wasted his own lands and people to pursue a terrible mission. His jester whispered into his ear. Deswegen habe ich das alles vorgelesen. Ja, ja, du kriegst halt die Geschichte rauf. Durch die Bücher. Und das Rätsel muss dann halt durch die Informationen aus den Büchern beantwortet werden. Our secrets and souls. Ja. Kein großer Fan davon. And his cool. Nicht in einem Videospiel. So. Sollen wir durchlesen? Wollen wir einfach nur suchen, wer das ist? Wie suchen? Ich habe keine Lust, das alles durchzulesen und nochmal durch den Kopf durchzugehen. Ja, nee, jetzt können wir mal. In welchem Kapitel sind wir denn? Gib mir mal Ide. Gib mir mal Ide und Alad. Gib mir mal Ide und Alad. Und Alad. Ja. Alad, ist der hier? Okay. Kannst ja nur einzeln rübergeben. Ja, ich muss aber gucken, wer ist. So. Das ist... Alad. Ah, okay. Ide, Molster, also YDE. Hm. Die sieht gut aus. Sieht cool aus. Who keeps out the king and his cool? Ja, ich such die gerade. Ich sehe den Kopf. Ist ja eigentlich ein cooles Rätsel. Möchte ich ja nicht sagen. Aber in einem Videospiel hat das nichts verloren. Doch, ist eigentlich schon ein cooles Rätsel, ist aber halt eine komplett eigene Genre, sag ich mal so. Ja, ja. Ich meine, in diesem Videospiel, wo es halt schön mit Teamarbeit, du machst was, ich mach was. Das Ding ist, du liest vor, wir verstehen beide, aber wir haben halt so viel Informationen dann zu keepen auf Englisch und dann auch alles zu verstehen und dann die Rätsel. Nee, mach ich nicht. Das sollte Ida sein. Wenn ich das jetzt nicht falsch sehe. Korrekt. The Masons tore down the ruins of Rosary to construct new homes that protect us from the unending winter. The clockmakers designed secret doors and contraptions that allow us to hide from our king's gaze. Das ist ja richtig lang. Who guides our journey by starlight? Who forges the ancient? Wen brauchst du? Isebrand und Kylie. Isebrand und Kylie. Wo ist denn Isebrand? Das ist Rudolf, Katrin. Muss doch bestimmt das hier wo sein. Ambrosius, Brutus, Christian, Godward. Da hofft der anderen. Isebrand hat einen Ziegenbart, falls dir das hilft. Ja, Isebrand sehe ich da. Aber ich glaube, den habe ich dir schon gegeben. Nee. Stimmt, nee, ich habe dir... Warte. Kylie, das ist der Blonde. Ich muss gucken, dass ich den richtigen Isebrand-Kopf erreicht habe. Nee, da ist es nämlich nie. Dachte ich mir schon. Das ist der Isebrand, den ich brauche. Und Kylie... Kannst du mir erstmal rübergeben, dann. Kannst du noch suchen, wer nicht einsetze. Kylie oder Heili? Also H-Y. Kylie. Hä? Kühle. Kühle. Kille. Ich muss ein Buch suchen. Hä? Ich hab Kylie nirgendwo gefunden. Das ist ein Blonder. Blonder Lockenkopf. Mit Hut oder Hut? Mit Hut. Mit lilan Hut. Das ist aber Heili, also mit H und nicht mit K. H-Y-L-L-E. Geh mal ein bisschen weiter weg, das ist ein K. Oder? Ach, dann haben die das hier in dem Guide falsch gemacht.
Das ist ein H. Ich sehe es gerade unten. Wo? Da steht der Glaseblaserer. Und über, das ist ein H, ja. Da haben sie einfach falsch gelesen. Ja, passiert. I studied the stars and ja, Schnauze. Correct. Desperate for a way to escape. Our brightest minds studied law. Noch mehr Köpfe? Ja, Catherine. You discovered how to navigate out of this frozen waste using the power of the moon and stars. Wie viele kommen denn noch? Wollen wir danach erstmal Pause machen und dann, ja. Ja. Machen wir das Rätsel noch fertig, Speicherpunkt und dann machen wir erstmal Pause. Bist du Catherine? Hast du rüber? Nee. Ja, ich weiß schon, wie Catherine aussieht, aber ich will gerade mal gucken, weil die hat so einen hellen Schleier. Die hat einen blauen Schleier, Catherine. Genau, die hat so einen hellen blauen Schleier, aber ich suche gerade, ob ich jemanden noch anderen habe mit dem hellen blauen Schleier. Und weißen Mundschutz? Oder ob das die einzige ist. Die steht an einem Bild und hat gerade ein Buch in der Hand. Yes, ich hab's schon, wie ist mir scheißegal. Und die habe ich ja umgestellt. Die hat einen lilanen. Achso. Emilia, wer war denn das? Ah, die hier. Mit dem schönen Barett und da fickt sich. Da hab ich dich. Achso, nee, so sieht das bei dir aus. Ja, stimmt. So. Was beide Köpfe? Korrekt. Die ändert sich wahrscheinlich die immer die Szene, die du siehst, oder? Genau. Uncool, ich sehe die nicht. Finde ich auch nicht cool. Deswegen sage ich, das Rätsel ist nicht so praktisch. Ich könnte es maximal erahnen, wenn ich hier so gerade nebenbei mit reinschaue in das Loch. Nee, nicht ganz. Hey. Ja, die Szene hat sich halt immer geändert. Ach, guck mal, das Bild. Was der an der Wand hängt. Siehst du das? Ja. So, müssen wir jetzt hin? Oh, die Flügel öffnen sich. Also wir haben jetzt die durch den Arsch. Und ich glaube, jetzt können wir pausieren, oder? Ich weiß es nicht, ich habe kein Speichersymbol gesehen. Normalerweise ist unten rechts da so ein Speicher-Ladesymbol. Geh mal durch die Türen. Hier sind zwei Türen. Great Absolution. Confess your greatest sin. Ja, jetzt! Jetzt ist unten rechts das Speichersymbol gewesen. Ah ja. Ich will nur kurz nachschauen, sicherheitshalber, dass das richtig ist. Ich invite dich nochmal einfach.